Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zur brandneuen Staffel Nummer 5, glaube ich, des Plauschangriffs. 13. Nein, nicht 13, 5. Man zählt das anders bei Viacom. Bei Viacom zählt man es anders. Es ist anders, wahrscheinlich Staffel 22 des Plauschangriffs. Ja, 33, ein Drittel sozusagen, die Staffel, die losgeht. Ich bin der Gregor. Ich weiß, ich soll das nicht so sagen, Uke, weil es so bayerisch klingt. Weil ich bin der Gregor, guten Tag. Ja, du bist der Gregor. Aber ich bin der Gregor, ich habe mich daran gewöhnt. Du bist ich kann eben das leider. Der Gregor. Ich krieg das nicht mehr raus. Wer bist du denn? Ich bin Uke. Nee, nicht der Uke. Nee, ich bin Uke. Und? Und ich bin Marc. Ich brauche keine Artikel. Du bist wie ein Nintendo-Gerät, du hast auch keine Artikel. Ja, ich bin Wii. Sonst kommt der Harald Ebert und dann rügt er uns. Wenn der Harald Ebert, nein, es kommt Harald Ebert. Schon bei Nintendo gibt es keine Artikel, die haben alle, keine Menschen haben da Artikel. Naja, wenn es so weitergeht, ist bei Nintendo auch bald keine Heimkonsolen mehr. Du, vielleicht stellen sie da einen Artikel her. Vielleicht Denk passiert mal es. Drüber nach. Ich glaube, in der Konstellation haben wir in den Plauschangriffen noch nicht zusammengesessen, oder? Oder irre ich mich da? Nee, Uke hat ja keine Ahnung von japanischen Sachen und meckert die ganze Zeit nur. Und dann ich weiß voll Bescheid. Japan, kannst mich alles fragen. Ja, du, Uke war doch zuletzt in Japan. Eben, ich war in Japan, ich habe alles gesehen, ich weiß Bescheid. Shabu Shabu, Suda 51 und ich sind so, ihr könnt es jetzt nicht sehen. Ich mache hier. Du kannst ja gerne sagen, wo man es sehen kann. Was? Dass ihr, also ihr wart ja so, du und Suda, ich kann das Zeichen jetzt so hier waren auch, wir, so aber waren das Ergebnis wir. Kann man doch irgendwo sehen. Ja, oder? Ja, kann man immer noch auf hierisreload.de kann man immer noch die Folge sehen, 16 Minuten, 15 Minuten saufen mit Suda, 3 Tage haben wir mit ihm abgehangen, deshalb, wow, ja, Alter, und ich möchte mal ganz kurz sagen, ich war in dem Livestream mit Gregor und ich habe eine halbe Stunde daneben gesessen, ja, und habe wissend mit dem Kopf genickt. Das musst du auch erstmal schaffen. Das ist immer scheiße im Podcast, weil man hört es nicht. Man braucht da schon ein Bild zu. Es ist das wissende Nicken der Erfahrung, wo du einfach gesagt hast, ja, das denke ich auch. Da pflichte ich mit bei. Oder wie der Japaner ja sagt, hi. Oder so. Nicht nur, wenn die Suppe heiß ist. Alter, das ist gefährlich hier. Ja, ich habe da hier heikel. Und weil die Leute jetzt sich wahrscheinlich wundern, ja, was hier vonstatten geht. Was geht denn hier vonstatten? Es ist genau das, worauf alle Leute gewartet haben. Der zweite Teil vom Star Trek Podcast. Nein, es ist der wieder neu aufgenommene Resident Evil Podcast. Ja. Nein, Moment, es ist der Stallone Podcast oder auch Bruce Willis. Das wäre jetzt natürlich schlimm, wenn ihr irgendwie mir was Falsches erzählt hättet, was wir heute machen. Das wäre es, wozu ich gar nicht sagen kann. Intervention, es geht heute um dich, Marc. Ja. Wir müssen echt mal mit dir reden. Wir müssen echt mal mit dir reden. Das geht echt so nicht weiter. Während wir jetzt hier gerade sitzen, wird dein Auto abgeschleppt. Oh nein. So, weil, so wie du die ganze Zeit hier durch die Gegend fährst, seitdem du GTA spielst, das geht einfach nicht mehr. Ja, ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ja, damals, als ich meinen Führerschein gerade neu hatte, habe ich leider aus Versehen mal 4 Wochen lang hintereinander nur Crazy Taxi gespielt und das war keine schöne Autofahrt dann. Ich habe das mal gelesen von diesem Typen, der irgendwie viel Katamari gespielt hat. So und dann der Bälle durch die Gegend gerollt. Und danach hat er immer versucht, er hat so das Bedürfnis, mit seinem Auto in diese amerikanischen Mailboxes reinzufahren die ganze Zeit. So, dann musste sich echt immer stoppen dabei. Also so, das kann natürlich passieren, wenn man dann sich wirklich reinversetzt in dein Spiel. Ich weiß auch noch, mein Bruder hat damals Super Mario Sunshine vor etlicher Zeit gespielt und mal wirklich 2-3 Tage gesessen. Er hat dann den GameCube damals ausgemacht, ist aufgestanden von der Couch und hatte dann den Drang, rückwärts mit einem Flip über die Couch dann rüber zu gehen. Hat er gemerkt, gemacht? Nee, zum Glück nicht. Aber er erzählt mir heute noch davon, dass er sich erschrocken erstmal hatte anhalten müssen sozusagen, weil der, ach ja, hui, ne, weil man es so gewöhnt ist, dass das so passiert. Gregor, ganz kurze Frage, hast du einen Stift für mich, dass ich mir noch ein paar Gedanken aufschreibe? Einen Stift für dich, ja, das kann ich dir gerne rübergeben, hier, bitte sehr. Dankeschön. Ich hatte ja auch schon vorhin gesagt, wir werden ja alle ein bisschen analoger im Moment, ja, ich versuche auch mich ein bisschen... Das sagen wir inmitten, wo wir gerade von Laptops, Fernsehern und DVDs und Blu-Rays umgeben sind und einen Podcast aufnehmen, wo die Leute das auf ihren MP3-Playern hören. Nee, aber so, ich mache es auch in letzter Zeit wieder vermehrt, dass ich dann viel Stifte und Papier verwende, um mir Notizen zu machen, um dort mal ein bisschen, ja, Details aufzunehmen vom Umfeld, während Marc gerade sein, was ist denn das für ein Ding? Ist das... Das ist nicht mehr Tablet, sondern schon also Handy. Also fachkundig heißt es eigentlich Fablet, aber ich nenne es Smartlet. Fablet heißt es eher mit P, oder was? Bekloppenlet. Ach man. Los jetzt, nein, Thema. Wir starten die aktuelle Staffel des Plauschangriffs. Natürlich sind etliche andere auch dann wieder im Plan, aber ich habe es ja schon mal gesagt, es hängt ja auch viel damit zusammen, wie ich die Leute hier gerade zusammenbekomme, worauf wir gerade Bock haben zu sprechen. Es wird die ganzen Bruce Willises. Momentan haben wir einfach nur Bock über
alles zu sprechen, was uns gerade einfällt, ja? Das ist so der assoziativ. Ich glaube, ich muss das einmal alles rausbekommen am Anfang, bevor wir dann aufs eigentliche Thema umschwenken, weil ich ja schon so lange keinen Plauschangriff mehr aufgenommen habe. Ja. Heute wollen wir auf jeden Fall quatschen über die Serie Sherlock. Aber wie ist der Mörder reingekommen, da doch die Tür von innen verschlossen war? Gut, Sie fangen an, die richtigen Fragen zu stellen. Serie Sherlock, ich glaube 2010 ist dann das erste Mal das Ding rausgekommen, oder? Bei BBC, damals in England, wenn ich mich nicht irre. Staffel Nummer 1. Welches Jahr haben wir jetzt gerade? 2013. Eins haben die ausgesetzt auf dieses Jahr, weil das war das, was so ärgerlich war. 2012, 2011, dann 2012. Ich glaube schon, ich glaube, die machen alle zwei Jahre sozusagen eine Staffel. Nee, es muss 2011 gewesen sein und dann 2012, 2013 kam nichts. Ja, so muss es. Guck mal, steht da 2011 drauf? Ja, warte, ich guck mal kurz drauf. Du hast ja auch Series 2 in der Hand. Ach so, 2011. Muss man Staffel 1 in die Hand nehmen. Ja, die BBC-Serie Sherlock, die 2010, Staffel 1, 2012, Staffel 2, erschienen drei, ich weiß ja nicht, ob man das direkt dann Serie oder so nennen kann, weil das ja eher TV-Filme sind. Britische Serie. Ja, also die britischen Serien kenne ich ja sonst nur 6 Teile pro Staffel und dann alle paar Jahre mal. Ich glaube, in diesem Fall ist es tatsächlich noch ein bisschen anders. Naja gut, die sind doppelt so lang wie eine normale vielleicht. Whitechapel, ja gut, die sind dann immer halt gesplittet, aber normalerweise ist es, glaube ich, eher gang und gäbe für britische Serien, dass sie dann auch nur 3 oder Luther hat auch also, relativ wenig Folgen. Ja, Luther ist aber es sind normalerweise, das Interessante ist ja, im Englischen sagst du ja auch mal Season, also im amerikanischen Season. Genau, Series. Und Series. Die sagen Series, ja genau. Und das sind dann gerne mal so zwischen 6 und 8, also 6. Ja, ich fand es immer eigentlich relativ angenehm, bei englischen Serien, dass die nicht in diesen Wahn dann verfallen, jetzt 25, 26 Folgen pro Staffel zu haben. Eine meiner Lieblingsserien aus England, Red Dwarf, beispielsweise jetzt gerade in der, jetzt haben die 10. Staffel. Die 10. haben sie gemacht, aber innerhalb von... Die war wieder gut. Die sollte wieder gut gewesen sein, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also die 9. war ja so nach vielen Jahren Pause eher. Aber so die ersten 6 sind Gold, finde ich immer noch. Und die haben diese 10 Staffeln jeweils 6 Folgen pro Staffel oder 3 bis 6 Folgen in einem Zeitraum von 25 plus Jahren gemacht. Ne? Red Dwarf, das stimmt, glaube ich, jetzt nicht, was doch, du gerade gesagt hast. Du kannst gerne mal rausnehmen, 25 Jahre ist falsch. Dieses große Ding dort. Ich glaube, das hat Anfang der 90er angefangen. Nee, das muss früher gewesen sein, würde ich sagen. Nein. Anfang, Mitte 90er. Ja. So. Können wir mal kurz nachschauen. Series 1. Ich habe dann noch mir irgendwann mal die Spezial-DVD-Edition geholt, wo natürlich nicht draufsteht, wo wann das ist. Es hinbekommen. Nein, aber das finde ich ganz schön, dass man selbst, wenn man nicht eben dann von Anfang an beigeguckt hat, also ich habe letztes Jahr beispielsweise Breaking Bad nachgeholt, ne, und da hast du trotzdem immer noch, wenn du 4 Staffeln nicht geguckt hast, hast du deine 60, 70 Folgen, die du nachholen musst. Red Dwarf, nach etlichen Jahren das erste Mal angefangen und da habe ich es innerhalb von einer Woche dann so durchgehabt und das fand ich schon sehr angenehm, dass man da relativ easy reinkommt. Es ist eben ein anderes System und jetzt bei, also generell ein anderes System, bei in Ambulant ist es ja immer noch so, die produzieren dann das ja auch währenddessen. Du hast, wenn du direkt da gewohnt hast, das wusste ich damals auch nicht, als ich mal ein Jahr in Kanada war, war das so, da lief gerade Voyager und da laufen dann 2, 3 neue Folgen und dann kommt eine Wiederholung, weil die gerade erst produzieren, weil die Dinger einfach live jetzt zack, zack, zack so durchrocken. Die Dinger sind natürlich abgedreht hier. Das sind jetzt, ich würde jetzt bei Sherlock eher sagen, das sind Fernsehfilme in einer Reihe. Würde ich auch sagen, ja. Ja. Wobei ich immer so sagen muss, ey, in Deutschland haben wir Tatort und in England haben sie Sherlock. Das finde ich irgendwie total unfair. Obwohl in England auch viel Mumpitz irgendwie produziert wird. Ja, Also gerade vom Stil hier, ich habe vor bestimmt irgendwie 4, 5 Jahren, habe ich irgendwie britische Serien gehasst wie die Pest, weil ich den Look nicht mochte. Es ist, da muss man, ja natürlich, in den 80ern war das absoluter... Vor ein paar Jahren, verdammt, nicht in den 80ern. Du hast recht, es ist gar nicht so lange her. Ich würde schon sagen, seit den 90ern, späten 90ern ist es okay, aber du hast völlig recht. In den 80ern oder frühen 90ern, das konntest du nicht gucken. Deswegen, die hatten ja immer diesen Look mit draußen Film und drinnen Video. Genau. Da gibt es auch einen Monty Python Sketch, wo die dann sagen, we're surrounded by film. Und dann gucken die immer so raus in das Film, gucken sie wieder rein. Yes, it's Firmazeit. Das war nicht guckbar. Also das englische Fernsehen hat in den letzten 15 Jahren, würde ich mal sagen, einen unfassbaren Qualitätssprung. Das sieht man auch bei den neuen Serien, dass sie halt einen ganz anderen Look haben und nicht mehr diesen typischen Videolook, den bei uns auch ganz viele TV-Serien haben oder irgendwelche Soaps oder so irgendwas. Und die sind echt qualitativ viel, viel hochwertiger. Ja, da haben allgemein einfach vom Entwicklungsvorsprung der Kameras und Technik und dass alles bezahlbarer wird, haben die
britischen Serien, vor allem dann im Visuellen dann nochmal dann draufgelegt. Wenn ich britische Sachen geguckt habe, dann waren es tatsächlich eher so Comedy-Geschichten. Na, also die Red Dwarf haben wir drüber gesprochen, sowas wie Black Books hatte ich auch mal geschaut. Father Ted, eine meiner Lieblingsserien. Okay, die ist aber sehr trashig auch. Ist aber, so die, gut. Natürlich, vom Look her trash pur, aber alleine die Charaktere, nee, die Art. Entschuldigung, wir schweifen total ab, bevor wir überhaupt angefangen haben, aber Father Ted, macht ja aus der Art und Weise, wie die Sachen da so unglaublich ranzig und eklig aussehen, eine Kunst. Das ist ja nicht... Feck. Ja, Piss-Arsch. Father Jack. Ja, ich glaube sowas, ja. Jack ist ja, wie ekelhaft der aussieht. Und immer, wenn du was draußen siehst, das ist ja mit höchster Kunst so hingestylt, dass es das Widerlichste ist, was du dir vorstellen kannst. Ja, aber der Laden sieht ja auch immer ranzig natürlich aus. Natürlich, League of Extraordinary, League of Gentlemen. Wie geil ekelhafter alles aussieht, aber mit so einer Kunst. Also... Fantastisch, fantastisches Production Design. Kannst du nicht vergleichen mit dem, was da noch in den 80ern lief. Also, man muss auch sagen, wir reden ja bestimmt irgendwann nochmal über Doctor Who. Mhm. Ich vielleicht, jetzt, wenn ich mal eine nicht Folge mit mir. Sehe oder so. Nicht mit, nee, aber ich habe es vor kurzem einfach nochmal, um mich an meine Anfänge mit Doctor Who zu erinnern, die Sylvester McCoy-Folgen nochmal geguckt. Irgendwie so zwei so Dinger. Das sind welche von den älteren noch? Ja, oder? Aus den 80ern. Das sind die damals auf RTL liefen. Das sind die, das ist das Maximum, was ich von Doctor Who gesehen habe. Eine Handvoll von diesen 80er-Folgen auf das RTL damals. Das ist nicht guckbar. Das funktioniert nicht. Das ist so schlimm. Das ist nicht mal ironisch guckbar. Das geht gar nicht. Sagen Sie, ne? Radagast war das ja damals. Das ist ja, also geht nicht. So, und da ist jetzt, da wo wir jetzt sind, das ist unglaublich. Und das ist natürlich sagen, was komplett anderes her. Ja, ich hatte von Sherlock lange Zeit was gehört und auch immer die Lobpreisung darüber, ey, das ist echt cool, das sollst du mal anschauen. Ich bin ja auch Fan von den ganzen Krimi-Geschichten, Procedurals. Es gibt ja im Amiland gibt es ja nichts anderes, außer solchen Crime-Serien, die natürlich dann sehr gestylt rüberkommen, sehr gimmickhaft, wenn du dir die ganzen CSIs oder NCIS oder andere Geschichten anguckst, die ich ab und zu auch mal ganz gerne schaue, aber die natürlich nicht besonders, sagen wir mal, viel Nährwert haben und so weiter, habe ich gehört, ey, Sherlock soll ganz gut sein. Jetzt hat es gerade gut bei mir mit dem Urlaub reingepasst und Netflix, ich habe mal ein bisschen Zeit, mach mal, ey, Sherlock gibt's da, es sind nur 6 Folgen. Hast du die noch nicht gesehen? Ich hatte sie noch nicht gesehen, ich habe sie tatsächlich in der letzten Woche dann alle nacheinander geguckt. Wirklich? Ach, ja. Was, dann ist bei dir alles total frisch. Genau, ja, deshalb hat es auch ganz gut gepasst. Ach, deshalb machen wir das. Ich dachte, warum dieser Zeitpunkt, macht irgendwie so gar keinen Sinn, die dritte Staffel. Vielleicht, also für mich, ich mag Krimis überhaupt nicht. Mhm. Also Krimis ist eine, ich wollte das Buch auch noch leihen, ne? Kakus Calling hätte ich mitbringen können, habe ich vergessen. Krimis mag man oder man mag sie nicht. Ich mag Krimis normalerweise nicht, weil da passiert ein Mord und dann gibt es die Beweiskette, die aufgelöst wird. Ist also für mich ist immer dasselbe. Ja, dann guckst du zu wenig gute Krimis. Nee, aber ich weiß, du bist The Killing und dieses ganze Zeug. Aber das im Grunde ist es ja so, ne? Und für mich ist es so, ein guter Krimi, die gucke ich dann ja auch gerne. Das ist für mich wie, wenn ich irgendein anderes Genre mal gucke, aber ich kann einfach nicht die Dinger nur am Stück gucken. Und für mich müssen das dann ein paar andere Punkte sein. Das ging dann ja irgendwann mal los, dass plötzlich diese also so Charaktere wie Monk immer beliebter wurden. Oder, ich meine, gut, Columbo gab es auch schon seit Ewigkeiten, aber so starke Charaktere und auch so seltsame Charaktere, so ein bisschen verquere Charaktere, und man hat sich darüber gefreut, auf was für eine Art und merkwürdige Art und Weise, die diese Fälle gelöst haben. Ich muss kurz dazu sagen, ich bin heute um 4:30 aufgestanden, ich bin noch ein bisschen müde und für mich ist alles ein bisschen deliriös. Aber dafür bekommst du dann automatisch durch die Müdigkeit mehr Sauerstoff in den Kopf und kannst klarer denken. Ja, die Assoziationen fliegen schneller. So, und deshalb, ich bin eigentlich wie ich kein Krimi-Freund, man muss mich da immer schon ein bisschen locken. Das hat hier natürlich fantastisch geklappt, weil wir brauchen ja, da werden wir gleich drauf kommen, also... Ja, es ist nicht nur ein Krimi für Krimi-Fans. Wenn du den Krimi nicht magst, gibt es 1000 andere Sachen, an denen du dich erfreuen kannst. Und also alleine die Charaktere, du kannst den Krimi-Teil für mich rausschneiden, alleine Benedict Cumberbatch und Martin Freeman zuzugucken, ist einfach eine wahre Freude. So. Ich bin total der Krimi-Fan, so halt schon seit ich ganz klein bin. Mag halt die Sachen total gerne. Also meine Mutter hat damals alle Bücher von Agatha Christie gehabt. Die habe ich halt immer irgendwie mir rausgeschnappt und irgendwie durchgelesen. Und dann halt alle anderen Krimi-Sachen dann halt sowas auch jetzt, na gut, passt nicht so ganz dazu, aber Detective Conan oder so. Hätte ich auch, aber nicht später auch noch irgendwie Conan, ja. Was Passendes zu Sherlock Holmes, dann Sherlock Holmes-Geschichten bis zum Abwinken und eigentlich alles. Was ich nicht mag, sind die Sachen, die du eben erwähnt hast, so diese ganz typischen Ami-Geschichten. Aber es gibt gerade in England Serien, die halt sehr, sehr anders geartet sind. Also dieses typische, ein Mord ist passiert und dann wird halt aufgeklärt. Es gibt Sachen wie The Fall, das jetzt letztes
letztens als Serie lief, wo man praktisch von vornherein weiß, so ähnlich wie bei Columbo, wer der Täter ist. Und dann ist es halt so ein Psychospielchen zwischen Polizistin und dem Täter und wie dann auch seine Hintergründe erklärt werden. Da gibt es schon sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen, die Serien gerade bieten. Es muss gar nicht mehr so langweilig sein. Ich meine, diese Charakternummer, die du auch erwähnt hast, Duke, ich glaube, das ist das, was die Leute auch noch zusätzlich reinzieht, weil so rein das Mysterium, was da ist, ich mag es eigentlich ganz gerne, so mitzudenken, versuchen zu schauen, Hinweise mitzuknacken. Deshalb spiele ich auch sehr gerne Adventures und die ganzen, oder die Visual Novels, sowas in Richtung Snatcher und Phoenix Wright und wie das alles heißt, weil es einfach dieses Segment dort bedient. Aber speziell, wenn wir sowas wie Columbo mal nehmen, das habe ich als Kind ohne Ende geschaut, beispielsweise. Ja, ich auch. Columbo ist fantastisch, weil es einfach der Charakter an sich und ein anderer Ansatz an dieses Mordlösen dort da war und gucken, kann ich seiner Assoziationskette folgen, wie ist er drauf gekommen, wie hat er das gemacht, und wenn es am Ende so logisch zusammenkommt, ne, wo du gesagt hast, Mensch, das ist ein richtig cleverer Kerl, dass es ja so gesehen hat, dann funktioniert es für mich erst recht. Ne? Und das finde ich an Krimis immer am coolsten, da kann ich mich echt reinversetzen, selbst wenn es Ami-Fastfood manchmal ist. Manchmal ist es ganz okay, wenn du nur mal einen Mordburger oder sowas dir dann mal nimmst, anstatt ein Gourmet-Ding. Was ich jetzt sehr besonders an Sherlock hier gefunden habe, und ich würde gleich erstmal nochmal über die Wurzeln von Sherlock Holmes als Charakter reden wollen, aber auch, dass diese Kombination, dass eben nicht nur das Krimi-Ding vorne dran stand, aber auch dafür, dass nicht nur Sherlock selbst, sondern auch die Leute drumherum so interessant designt wurden, dass ich einfach mich in die Dialoge reinversetzen kann. Ich finde, also vielleicht nehme ich da ein bisschen was vorweg, aber von den 6 Folgen, die es bisher gibt, finde ich den Piloten insgesamt am stärksten, weil einfach so, wie sich das hinarbeitet und diese Diskussion gerade gegen Ende hin, die fand ich so spannend und so einnehmend, und die Figuren, wie sie so zusammengekommen sind, dass ich am Ende dachte, Mann, das ist ja richtig geil, was ich gerade geguckt habe. Ja, und das ist eine große Kunst, um da nochmal drauf zurückzukommen, was ich einfach total geil finde. Sowas haben wir im deutschen Fernsehen leider einfach mal überhaupt nicht. So, das ist einfach der Anti-Tatort, so, wo einfach nichts passiert. Hier ist es, sie schaffen es gerade in den englischen Serien auch mal, diesen emotionalen Kern irgendwie zu finden, die Leute darzustellen. Das ist immer, du fühlst immer irgendwie was mit, da passiert was, da entwickeln sich Leute weiter, und es macht einfach nur Freude. Ohne dass ich jetzt Doctor Who, die neueren Sachen gesehen habe, die Schreiber oder die Leute, die Sherlock Holmes, die Neuauflage dann sozusagen kreiert haben, die sollen ja auch bei Doctor Who mitgeschrieben haben. Ja, das ist der Moffat. Moffat und Geddes. Ja, das ist also der aktuelle Showrunner. Also es war Russell Dingens Davis. Russell Davis war, der hat praktisch dieses Relaunch-Reboot-Gedöns gemacht von Doctor Who, ist dann nach ein paar Staffeln gesagt, nee, es reicht jetzt, ist gut. Und Stephen Moffat hat das dann übernommen, der eine der besten Doctor Who-Folgen überhaupt geschrieben hat, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Daleks? Mit den weinenden Engeln. The Weeping Angels, eine fantastische Folge. Ich finde schon krass, dass es ein Typ, der zwei der besten Sachen macht, so die es gerade so gibt, der macht das und das andere Ding. Ich wollte ganz kurz sagen, ich wollte ja als Kind. Und die erste Folge von der 4. Staffel von Game of Thrones. Von Stephen Moffat? Ich glaube, die ist von Stephen Moffat oder von Mark Gatiss, okay, von den beiden. Ich bin jetzt sehr gespannt, wenn das kommt. Es liefen noch nur 3 Staffeln. Ja, von der neuen, die jetzt kommt. Kannst du in die Zukunft sehen, Marc? Stand der irgendwie dabei? Weiß das ich denn? Wo stand denn das? Du hast die Bücher vorab gelesen und spoilst jetzt allen. In den Büchern steht es schon drin. Und Stephen Moffat kam herein. Er kam herein und sagte, Tyrion, guck mal kurz nach, nicht, dass ihr Scheiß erzählt. Als Kind wollte ich immer, hatte ich 2 Helden. Der eine Held war Peter Lustig, deshalb wollte ich immer entweder... Das erklärt einiges. Ja, das erklärt einiges. Ich wollte entweder Erfinder werden oder... Im Wohnwagen wohnen. Das finde ich immer noch geil. Und heute haben wir oder Privatdetektiv, weil ich Kalle Blomqvist so gerne... Okay, Kalle Blomqvist war auch super. Und ich habe ganz viele, früher habe ich ganz viele von diesen Dingern gelesen. Kalle Blomqvist und Kommissar Kugelblitz. den fand ich auch geil. Da fand ich aber die animierten Sachen besser. Und Baldwin Fiff. Und natürlich fand ich auch damals Sherlock Holmes total geil. Da gab es, ich rede jetzt hier von Grundschulzeiten, da gab es tatsächlich, ich glaube, Schneiderbücher gab es die Kinderversion davon, weil... die Sherlock Holmes Romane, um da jetzt rüberzuleiten, sind ja 1880 irgendwie in der Zeit von Sir Arthur Conan Doyle. Das waren im Grunde so Pope-Geschichten, so serialisierte Kurzgeschichten, für die sich Sir Arthur Conan Doyle auch ein bisschen geschämt hat. So, er wäre viel lieber irgendwie ein literarisches Genie gewesen und für irgendwelche Sachen bekannt geworden. Und dann ist er leider populär bei den Massen geworden. Genau. Oder war das so einer, der dann eher populär geworden ist, nachdem er währenddessen schon. Und die fanden, also vielleicht erzähle ich jetzt, habe ich das in Erinnerung, die Leute fanden das Ding einfach geil. So, die fanden Sherlock Holmes super.
im The Strand-Magazin, wenn mich nicht alles täuscht. Wurden die ich glaube, es ist auch ein sehr einnehmender Charakter. Also von den Sachen her, ich kann mich jetzt nicht groß dran erinnern, viele von den Büchern als Kind gelesen zu haben. Ich glaube, eine Handvoll. Die sind auch, das sind ja Geschichten, ne? Die sind auch jetzt nicht so geil zu lesen. Also es ist schon ein bisschen, ne? Ich meine, was du dann auch an Verfilmungen dann später im TV hattest, sowas wie Basil Der Hund Rathbone. Von Baskerville, hat jeder Basil Rathbone und sowas genau. Dann damals als Kind geschaut, aber ich kann mir auch schon vorstellen, damals zu der Zeit, ich meine, der Charakter des Sherlock Holmes, also die Eckpunkte, die standen ja von Anno Dazumalfest sehr analytisch, ja, hilft der Polizei dann dort aus, spielt Geige zwischendurch immer schlecht. Wieder mal, ist kokainabhängig, glaube ich, ja. Das war es auch, ja. Ne? Aber das wurde immer nie so offen gesagt, das wurde immer so zwischen den Zeilen immer so ein bisschen gesagt. Das wurde ein bisschen zwischen den Zeilen gesagt. Also man konnte damals auch so bestimmte Sachen nicht sagen, er war auch immer schon ein Arschloch, das kam immer nicht so ganz durch. So, immer schon so ein bisschen, was es in dieser Serie noch ein bisschen... Aber wurde dadurch, dass er recht hatte, konnte er sich's auch irgendwie erlauben, ne? Ja, ich kenne das. Ja. Sir Arthur Conan Doyle hatte dann irgendwann mal die Schnauze voll, hat ihn sterben lassen, da werden wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber reden. Ja, und alle fanden es geil, deswegen musste er wiederkommen. Ja, alle fanden es scheiße, so, dass der jetzt tot war und dann musste er sich einfach überlegen, wie kriege ich den wieder zum Leben? Moment, ja, so und so, genau. Und so und so. Also das urälteste praktisch Superhelden-Dingens scheiße. Ja, nee, ja, ich war gar nicht tot. In Wirklichkeit war es alles nur ein Plan. Ja, aber wenn du das als erster Autor überhaupt gemacht hast, es ist ja so, wow, als Leser sagst du dann, genau. Alter, was ist das denn? Ich habe die Geschichte tatsächlich erst kürzlich als Hörbuch gehört, The Return of Sherlock Holmes oder irgendwie so heißt das. Hä? Was? Das ist doch gar nicht das, wo er wiederkommt, oder? Was? Die Geschichte, wo er wiederkommt, ist doch The Dingsen of the Empty House, ist doch die Geschichte, wo er wiederkommt. Vielleicht habe ich mir das gerade ausgedacht. Ich habe aber auch nicht so viel geschlafen. Aber du hast ein Hörbuch gehört, wo er dort. Genau, wo das einfach, und das ist so geil. Das ist eigentlich das, was du heute nie mehr machen würdest. Und du bist sofort wieder am Schluss dieser Geschichte, wo er dann zurückkommt. Dr. Watson erzählt, was jetzt eigentlich los gewesen ist und der Status Quo ist plötzlich wieder erreicht am Schluss und sie wohnen wieder zusammen und der ganze Kram, das ist alles wieder... Kannst du ein bisschen was zu der Geschichte erzählen, ganz kurz nur? Nein, habe ich alles vergessen. Worum es da ging? Es ist tatsächlich der moderne Serien... Ich glaube, es kann gut sein, dass mit dem Empty House ist. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich mein Gehirn... Weil das ist jetzt die erste Folge von der dritten Staffel, ist das dann? Also, die ist schon jetzt nicht so super interessant. So, es ist einfach der Witz ist, dass am Schluss ist einfach alles wieder wie vorher, wie als ob es jetzt Star Trek wäre und das wollte ich gerade sagen, der klassische Star Trek Reset Button, so dass du den Status Quo wiederherstellst und eventuell haben die Leute was daraus gelernt oder irgendetwas ist bei denen hängen geblieben, aber das äußert sich nicht in der nachfolgenden Folge dann. Nee, genau das Ding. Es ist so wieder so rebooted, was du jetzt nicht mehr machen würdest gerade im Moment. Das hat er da aber irgendwie gemacht, ja. Also was interessant ist, dass es Sherlock Holmes halt schon, wir haben ja eben gerade Basil Rathbone angesprochen, halt schon seit zigtausend Jahren, Nachkriegszeit und so gegeben hat, halt als britischen Agenten kann man es ja nicht nennen, aber als großen Detektiv, der dann auch irgendwie Nachkriegsgeschichten... Eine der großen literarischen Figuren eben neben James Bond aus... Ja, Tarzan. Aus und die halt über die Jahre sich immer irgendwie ein bisschen verändert haben. Sherlock Holmes, Tarzan, 007 und Batman. immer in verschiedenen Situationen dargestellt worden. Und es gab irgendwie, ich glaube, Mitte der 80er war das einer meiner Lieblingsfilme, Das Geheimnis des verborgenen Tempels. Kennt ihr den? Das ist mit dem jungen Sherlock Holmes? Genau, mit jungen Sherlock Holmes. Das ist der erste Jones. Film, der CGI hatte, oder? Genau, mit Steven Spielberg. Von Steven Spielberg. Auf der ganzen Welt? Auf der ganzen Welt, ja. Das war wirklich der erste Film, der im großen Stil so CGI eingesetzt hat, gilt so als der Urvater der Kinofilme. Wie dem Ritter, der praktisch aus dem Glasfenster rausspringt. Aus dem Glasfenster, was so durch... Da hat es dir damals in den 80ern sind dir die Augen übergegangen, als du es gesehen hast. Total guter Film ist das. Aha. Auch total interessant gemacht, weil da auch dieses... Es ist ein bisschen natürlich so auf Kinder getrimmt und so, aber auch mit ein kleines bisschen Gewalt und das ist auf jeden Fall sehr gut. Dann gab es ja noch von Walt Disney Basil, der große Mäusedetektiv. Ja, deswegen ja auch Basil, halt wegen Basil Rathbone. Ja. Und dann es gibt so viele und das ist ja das ist das, was ich daran, das wolltest du wahrscheinlich auch sagen, das ist das, was ich auch so interessant finde, ist so ein bisschen wie Macbeth oder wie Batman. Guck mal wieder. Genau, das ist eine Figur und du hast ja auch Spaß daran, diese Figur zu sehen, wie sie auf andere Art und Weise interpretiert wird. Also Basil Rathbone, es gab auch hier Heinz Rühmann und ich weiß schon, wie du meinst. Heinz Rühmann, ich habe es ja aufgeschrieben, und Hans Albers. Hans Albers, ja. Der Mann, der Sherlock Holmes war, wo die so durch die Gegend rennen und so tun, als wären sie Sherlock, beziehungsweise es nie offen sagen, aber, ne, und dann werden sie immer eingeladen und er trägt seinen Geigenkasten mit sich rum und total geil. Und es gibt einen anderen Film, wo in Wirklichkeit Dr. Watson der Schlaue ist und Dingens nicht. Es gibt auch,
Was ich ganz geil finde, was ich vielleicht an dieser Stelle kurz empfehlen wollen würde, es gibt eine Geschichte, die heißt Study in Scarlet, die gleichzeitig, also die erste Folge der ersten Staffel der Sherlock-Serie ist praktisch eine Version davon, die heißt Study in Pink. Neil Gaiman hat eine Kurzgeschichte geschrieben, die heißt A Study in Emerald. So, entschuldige, ich wollte das nicht unterbrechen. A Study in Emerald, die, wow. Geil. Jetzt kommt gleich diese Drehung. Ja, wir wollten Uwe nicht unterbrechen, aber wir sehen uns gerade diese CGI-Szene aus dem Young Sherlock Holmes-Film. Finde ich immer noch geil. Geiler Style. Und stell dir vor, in einer Welt, wo es keine CGI-Effekte gab vorher. Ja, ich finde, das sieht immer noch ziemlich gut aus, total das anders ist als cool. Viele der. Das ist auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen stylisch. Da ist gerade aus einem Stained-Glas hier, aus einem Buntglasfenster, ein Ritter komplett flach irgendwie aus dem Fenster gesprungen, bedroht so ein Priester. Und das sieht immer noch technisch alles sehr. Ich fand, dass der Priester relativ unecht aussieht. Ja. Das Gespenst hat deutlich besser gespielt. Der Priester wurde ein bisschen schlecht gecastet, dann von der Kutsche natürlich. Also auch das sah nicht so gut aus. Jedenfalls, es gibt diese Kurzgeschichte von Neil Gaiman, die man auch umsonst im Internet runterladen kann tatsächlich. Die heißt The Study in Emerald und das ist eine Sherlock Holmes Geschichte, die in einer Welt spielt, wo Cthulhu und die großen Alten 600 Jahre vorher die Welt erobert haben. Das ist schon krass Fanfiction dann aber, ne? Ja, es ist total geil. Da sind ganz viele Sachen eingebaut und auch eine Sache, die ja auch sehr geil an der Sherlock-Serie ist. Ganz viele kleine Details, die man so kennen müsste oder weiß, worum es geht, sind da eingebaut. Und der Punkt ist, es gibt tatsächlich sehr viele Variationen von diesem Sherlock-Holmes-Thema und das ist gerade das, was Spaß macht. Ja, ich fand es deshalb auch ein bisschen, weil wir schon so viele Variationen über die vielen Jahre gesehen haben, ob in Literatur, ob Comic, ob Film und so weiter. Als ich im Vorfeld damals gehört habe, dass eine neue Sherlock Holmes, eine modernisierte Version kommen soll, war ich im ersten Moment auch nicht so sehr erpicht darauf. Sherlock Holmes ist ein Charakter, den kann ich schon seit Ewigkeit. Ich glaube, bei mir das meiste, was bei mir am Hängen geblieben ist, ist wahrscheinlich die Star Trek-Darstellung. Damals mit Data und... Stimmt, Moriarty war ja der Bösewicht. Moriarty war der Butler von die Nanny, Niles. Mhm. Ne, hat der Schauspieler. Der waren auch sehr gute Darstellungen und so weiter, aber man hat, also zumindest auch in unserem Alter, dann Sherlock Holmes schon ein bisschen ad acta gelegt, als sowas Modernes. Deshalb hatte ich das auch nicht wirklich auf dem Schirm, wenn es dann noch als Neuauflage kommen soll. Plus, so ein Charakter, der schon sehr auf dieses viktorianische Setting dort setzt und sehr traditionelle Werte in Anführungsstrichen und Geschichten dann dort versucht zu erzählen, könnte das in einem modernen Setting funktionieren, wenn es gerade da ist? Oder ist es irgendwie dann komplett deplatziert? Ich weiß es noch, weil die Serie war angekündigt halt und wir hatten beide irgendwie ganz viel drüber mitgekriegt und dann hattest du es ein bisschen aus den Augen verloren. Ich hatte dir dann erzählt, so hey, jetzt irgendwie nächste Woche startet die und so. Und ich war auch sehr, sehr, sehr gespannt darauf, wie sie es schaffen, weil gerade dieses viktorianische Zeitalter, was halt bei Sherlock Holmes halt so eine extrem große Rolle spielt. Und wenn das denn ausbricht aus diesem Rahmen, kann irgendwie eine Serie funktionieren in einem völlig modernen Umfeld, weil, also mir fällt es drauf auf bei, ich sag jetzt mal sowas wie bei 3 Fragezeichen, dass sobald moderne Technik reinkommt, funktionieren die Geschichten einfach überhaupt nicht mehr. Ja, ja. Fängt schon an mit, es gibt Handys auf einmal und dann bestimmte Situationen sind halt gar nicht mehr so gefährlich, weil du dich halt durch moderne Technik immer rausahlen kannst. Und du hattest parallel auch noch, oder zumindest in dem ähnlichen Zeitraum ja auch die Hollywood-Neuauflage dann dort gehabt, die sich natürlich dort mit Robert Downey Jr. dann aber speziell wirklich in dieser viktorianischen Umgebung dann dort. Dann, ja, aber das ist genau das Geile, was wir gerade gesagt haben und das finde ich sehr interessant, weil das ist auch eine komplette andere Interpretation des Themas. Das ist ja so ein Action-Sherlock Holmes. Ja, und ich finde es auch nicht, ich fand es auch nicht schlecht. Ich mochte die wohl, aber weißt du, was total geil ist, wenn du mal drüber nachdenkst? Folge 2, 3, also die dritte Folge der zweiten Staffel von Sherlock Holmes und der zweite Guy Ritchie-Film. Sherlock Holmes, Geschichte. Das ist dieselbe Story in zwei unterschiedlichen Versionen. Das ist eigentlich aber also eine total deutlich spannend. Schwächer als die andere. Ja, gut, das ist Geschmackssache. Ich kann das auch, das stimmt natürlich, aber ich habe mit beiden meinen Spaß gehabt, so aufgrund der Tatsache, dass man einfach seinen Spaß damit hat, wenn sowas neu interpretiert wird. Es werden natürlich immer persönliche Präferenzen reinspielen bei sowas, ne? Wenn du dich als Sherlock TV-Fan dann daran gewöhnt hast, wird ja eine andere Adaption der Serie vielleicht ein bisschen weniger munden. Ja, also ich glaube, viele Leute mochten die Guy Ritchie Sherlocks nicht, weil die sich sagen, ey, was ist das? Die waren aber doch recht erfolgreich. Der erste ja, der zweite nicht mehr so. Ja, ich hatte den ersten noch im Kino gesehen und es dort ist eben Geschmackssache. Es ist auch, in Ordnung. Für mich, ich fand es jetzt auch nicht hundertprozentig geil. Also, es ist eben ein Action-Sherlock Holmes und viele Leute verbinden eben mit Sherlock Holmes bestimmte Qualitäten. So, eine Sache, die auch in der Serie
selber ein bisschen persifliert wird, ist ja die Tatsache, dass man Sherlock Holmes immer eigentlich mit sich mit der Lupe vorstellt und mit dieser, mit dieser dumme Schlapphut. Deer Hunter. Nee, Deer Stalker heißt das. Deer Stalker. Genau. Die ja auch in den Büchern nicht aufhat. Aus irgendeinem Grund ist es so passiert, dass die Leute irgendwie annehmen, die, so sieht er die aus. Die Zeichnung. Die haben, genau. Die haben diese Zeichnung haben sie genau. gemacht damals von ihm als Porträt und deswegen ist es so hängen geblieben. Das hat mit der Geschichte eigentlich nichts genau. zu tun, weil zum viktorianischen Zeitalter hast du die Dinger nur zur Jagd getragen und das thematisieren sie auch in der Serie. Genau, dann halt. In der Serie passiert das ja eben auch, dass er sich total ärgert, dass sie alle Leute immer denken, dass er diese Mütze aufhat, diese Klick-Dinger, dass er die dann nachher aufsetzen muss und so weiter. Und das ist so das Ding, ich glaube, deshalb kam der Film, beziehungsweise der zweite Film, echt auch nicht mehr so gut an, weil die Leute sagten, Alter, wenn ich an Sherlock Holmes denke, denke ich nicht an einen Typen, der sich prügelt, sondern an diesen Typen, der Rätsel löst und schlau ist und so weiter. Und da fand ich aber, oh Gott, wir kommen von einem ins andere, Gregor, du behältst den Überblick, ja. da fand ich zwei Sachen sehr interessant. Die Visualisierung von Sherlock Holmes Gedankengängen. Weißt du? Das ist ja so eine Sache, die man heute ganz anders machen kann als früher. Früher hast du einfach gesagt, Sherlock Holmes findet die Lösung zu ihrem Rätsel und sagt, ich habe es folgendermaßen gemacht. Genau, du hast einen erstaunten Gesichtsausdruck gehabt. Ja, oder so. Ja, ich hab's. Und dann so laufen alle genau. hinterher und was hast du, Sherlock? So, bei den Guy Ritchie-Filmen gab es ja immer diese Prügelszenen und man hat gesehen, dass er ein super intelligenter, super geiler Typ ist, weil er sich die Kämpfe immer schon vorher vorstellen konnte, visualisiert. Du hast dann quasi den Ablauf gesehen, okay, wenn ich das mache, passiert das, dann das, dann das und dann wurde wieder zurückgespult in seinem Kopf genau. und die Szene ist in echt passiert. Und das war so ein Action-Dingens und hier in der Serie funktioniert es ja nochmal ein bisschen anders, beziehungsweise sie machen es mal so und machen es mal so. Sie machen sehr viel mit Typo, was ich ganz geil finde. Das machen sie relativ häufig, das ist ja auch ein recht beliebtes Mittel, dann irgendwie eine Typo in die Welt dort reinzusetzen, eine Schrift. Das Texting und so meinst du am Anfang gleich auch? Ja, zum Beispiel das Texting oder wenn er seinen Gedanken... Ja, genau. Also es gab auch irgendwie so eine... Also, da Sherlock in der Serie ja in- und auswendig kennt, wie jede Straße und jede Straßenecke in London aussieht, wo er dann recherchiert hat, Moment, wie sehen denn die Brücken hier gerade aus? Und er hatte vor sich quasi so ein... wie so eine Art virtuelles Bild gehabt, wo er die Sachen hin und her geschoben hat mit seinen Augen. Tom Cruise muss ich mal dran denken. Ja, genau. Es war schon sehr Minority Report-mäßig. Genau. Dort aber eben nicht, dass das im Reellen dann stattfindet, sondern man könnte auch sagen, dass sich vielleicht Sherlock tatsächlich als Charakter visuell wirklich dort Buchstaben vorstellen könnte. Visualisierung kannst du ja im Kopf machen. So, und das Interessante ist dabei auch, weil wir jetzt schon praktisch zwei neue Sachen angesprochen haben. Einmal den Film halt von Guy Ritchie, wo ich finde, dass Robert Downey Jr. im ersten Teil echt noch ganz geil ist. Ich würde die Ami-Verfilmung gerne ans Ende setzen. Achso, okay, aber weil du dann... Achso, du meinst die andere Serie? Also die Ami-TV-Serie würde Elementary. Ich gerne ans Ende setzen. Okay, gut, ja, dann habe ich tatsächlich das übrig. Ist hier ganz kurz, ist Mycroft? Oder das ist Mycroft, genau. Ja, das ist Mycroft. Ist das der von League of Gentlemen? Das Lustige ist, dass es ja Dings ein Get ist. Das ist er, ne? Ja, ja. Ist er das von League of Gentlemen? Kannst du es mal kurz googeln? Okay. Das ist so, glaube ich, dass er nämlich mitspielt in Game of Thrones. Er hat das nicht geschrieben, er spielt anscheinend in der ersten Folge der vierten Staffel mit oder so irgendwas. Ich habe mich da irgendwie ein bisschen vertan. Okay, und also der Schauspieler, der Mycroft spielt, ist auch... Ist dieser, der Schreiber. Ist tatsächlich dieser Gettys. Ja. Okay, das war mir nicht bewusst, weil es ist auch ein guter Schauspieler und eine gute Rolle. Das ist von League of Gentlemen. Ja, hat Mycroft Holmes, Serie, die ich auch empfehlen kann. Der Charakter des Bruders von Sherlock Holmes, der eine große Bewandtnis in den alten Geschichten gab, weil der war mir nicht mehr präsent, weil es einfach schon so ultra lange her ist. Oder ist es ein Charakter, der jetzt eher hier in dieser neuen TV-Serie mehr auftaucht? Er wird erwähnt öfter mal. Ja, er wird erwähnt. Also er wird auf jeden Fall erwähnt und das ist eher so ein Typ... Dieser Spaß, von dem man immer so, ja, der ist eigentlich noch viel schlauer als ich, wird immer gesagt so, ne? Und dann denkt man sich, Alter, wie kann man denn noch schlauer sein als Sherlock? Und das ist so dieser ominöse Charakter, der dann irgendwie nicht so wie ich auftaucht. Das ist, ja, genau. In der TV-Serie spielt der Bruder von, also der Charakter des Bruders von Sherlock Holmes doch eine gewichtigere Rolle. Ja. Immer ja. in dem Fall. Naja, es wird, netter Konterpunkt. Ich weiß nicht, wer die Comics, ich will jetzt nicht spoilern. Mark Gettys. Ist er das oder nicht? Der sieht anders aus, aber jetzt... Ja, sieht total anders aus. League of Gentlemen ist eine Serie, die ich auch empfehlen möchte. Eine sehr surreale, ja, sehr merkwürdige englische Sendung. Tycho Nestoris spielt er anscheinend. Aha. Toller Schauspieler, ganz großartiger Schauspieler. Und in Doctor Who als Danny Boy, Gantok und Lazarus. Bist du jetzt die Doctor Who-Fans? Was, tatsächlich? Was? Ach ja, Dr. Lazarus. Ja, stimmt, Dr. Lazarus. Falls jemand sich für Alan Moore interessiert und seine Comics in League of Extraordinary Gentlemen, das mit League of Gentlemen gar nichts zu tun hat, das sind zwei unterschiedliche Sachen, spielt Mycroft auch eine Rolle. Ah,
Wie bitte? Es stehen Leben auf dem Spiel. Sherlock, richtige Menschenleben. Nur damit ich's weiß, berührt sie das überhaupt? Würde es helfen, sie zu retten, wenn es mich berührt? Nein. Dann werde ich diesen Fehler auch weiterhin vermeiden. Und das fällt Ihnen leicht, ja? Ja, sehr. Ja, lass uns doch mal ein bisschen inhaltlich zu den, oder speziell jetzt zu den Neuinterpretationen der Charaktere kommen. Sagen wir doch mal, warum finden wir denn diese Serie überhaupt so toll? Also erstmal die Schauspieler. Wir finden sie ja toll, sonst würden wir ja nicht drüber reden. Die Schauspieler sind irgendwie ziemlich außergewöhnlich. Die Rolle von Sherlock Holmes, also es gibt bestimmte Charakterzüge, wie du sie eben schon erwähnt hast, dass er halt so ein bisschen snobbig ist, dass er irgendwie schon weiß, dass er schlauer ist als andere Leute sehr stark manipulieren kann. Und Benedict Cumberbatch, der Hauptdarsteller, ist einfach super in dieser Rolle, weil er das sehr, sehr gut. Und was interessant ist, weil man kriegt immer mehr mit, also nachdem die Serie dann auch erfolgreicher geworden ist, dass so viele Frauen immer so, ach, der ist so toll, der ist so toll. Davor hat kein Haar nach ihm gekräht. Und diese Rolle, die verkörpert er so gut, das hat wirklich seinen Beliebtheitsgrad einfach. Habe ich mal erwähnt, dass ich ihn getroffen habe im Januar in Reykjavik. Das macht sich auch gleich viel attraktiver. Weißt du, ob du ihn getroffen hast oder hast du euch einfach angeschlichen? Nein, er weiß es nicht. Nein, hinter mir saß Daniel Brühl und Und Vettel war im Kofferraum, ne? Vettel war nicht dabei. Hinter mir saß Daniel Brühl, das war irrelevant, weil dann am... Ach, das ist hier The Fifth State? Oder genau, genau, das haben die da gerade gedreht. Die haben gerade angefangen, diesen Film über... Ja, ja, Julian Assange zu drehen. Und dann hinter mir saß Daniel Brühl, langweilig. Aber so gegenüber saß dann Benedict Cumberbatch. Ich habe mich nicht getraut, hinzugehen, weil ich wollte ihn jetzt auch nicht stören beim Frühstück. Aber... was für ein Typ. Also, wenn man jetzt ihn nicht aktiv vorher gesehen hat, wie er dann schauspielert, wie er in seiner Rolle macht, das, was ich von Benedict Cumberbatch vor Sherlock gesehen habe, war er dann eben bei hier dem neuen Star Trek Film, vielleicht jetzt noch nicht direkt, also ich... Into Darkness meine ich, Star Trek Into Darkness, Cumberbatch. Ja. Ja, ohne da zu sagen, welche Rolle er spielt, Mark. Ja. Shall we begin? Shall we begin? Und da fand ich ihn auch schon ziemlich cool, aber so, wenn man nur ihn zum ersten Mal sieht, er sieht ja ganz gut aus, das als heterosexueller Mann kann man ja sagen. Ich finde aber ihn hat heiß. Doch eine gewisse Art von... Ich möchte an dieser Stelle zugeben, Benedict Cumberbatch, mit ihm würde ich knutschen. Und ich bin so hetero, wie es eigentlich gar nicht geht. Ja, brauchst du gar nicht so zu gucken, Marc. Weil das Ding ist, dann würden, glaube ich, auch sehr viele Frauen mit dir nochmal extra knutschen wollen, neben dem Ganzen. Weil damit sie den Lippenabdruck von Benedict Cumberbatch von meinen Lippen ich glaube auch können. Schon, weil es ist einfach dann ist so one degree of separation, sozusagen. Das wäre ja dann fast so, als ob man Benedict Cumberbatch dann geknutscht hätte. Ja. Übrigens auch ich. Also der Mann hat eine, selbst am, muss ich dazu sagen, also es gibt einfach Leute, die eine extreme Ausstrahlung haben. Ja. Selbst in diesem Küchenraum, in diesem Frühstücksraum, in dem Hotel, beim Essen. Ich glaube, das kommt durch die Rolle jetzt. Also nein. Der hat einfach, es gibt einfach Menschen, die einfach ein Charisma haben. Aber so. Ihr habt beide Atonement gesehen und keinem von euch ist der wahrscheinlich da aufgefallen. Also heißt es, das ist dann durch die Rolle hier Erde gekommen? Nein, der war einfach beim Essen, beim Frühstück. Atonement hatte ich jetzt nicht gesehen, also weiß ich nicht, wie er dort gespielt hat. Ich meine, so allgemein, wenn ich mir dann irgendwelche Talkshow-Auftritte oder andere Sachen oder sowas dort angeguckt habe, das merkt man auch aber in der Rolle direkt, was jetzt nicht direkt mit dem Writing und was damit zu tun hat. Der Typ, auch wenn er nicht klassisch der Hollywood-Schönling ist, wenn du jetzt mal vergleichst hier Chris Pine oder sowas, da hatte ich nochmal einen Interview-Clip gesehen, wo beide zusammen in so einer britischen Show gewesen sind und gegenseitig ihre Fans dann geknuddelt haben. Der hat einfach, wie du es erwähnt hast, der Cumberbatch, ein unglaubliches Charisma, was sich aus jeder Pore dort rausgeht. Egal, ob er dort spielt, ob er nicht spielt, und ich glaube, das ist das auch, was wirklich Leute und speziell an Frauen an ihn ranzieht. Und Männer in diesem Fall. Und Männer in diesem Fall. Ich habe ihn in der Serie noch, kann man es ja nicht wissen. Ich habe ihn letztens noch in Parade's End gesehen. Das ist auch so eine britische Serie. So Achso, ich dachte, das wäre so eine Kneipe bei euch, wo man so aufgegangen ist. Hier nebenan in Parade's End. In New York. Da hat er auch super gespielt, aber er ist sehr wandelbar. Also jetzt unabhängig davon halt die Geschichte mit Assange, sondern auch in den anderen Rollen, in denen man ihn jetzt halt gesehen hat, sei es nur Star Trek oder so. Er sieht natürlich durch die dunklen Haare und so. Der kann das einfach. Der kann einfach und der kann auch Bösewichter spielen. Und ich glaube, es ist sehr gut, dass er halt nicht so festgelegt ist. Also klar, erkennen die meisten Leute als Sherlock, ja. Aber er ist halt immer noch wandelbar. Das stimmt, also der sieht einfach, also ich habe heute einen Artikel über ihn gelesen im Guardian Weekend Magazin von vor einer Woche, wo der Schreiberling also so dermaßen begeistert ist von seiner Darstellung von Assange. Ich weiß es, er meinte, nee, hätte man nicht auseinanderhalten können. Das wäre so fantastisch gewesen. Und der ist einfach, was willst du machen? Das ist ein Ausnahmetalent. Der ist einfach richtig, richtig, richtig gut.
So. Und das ist der Grund, warum du Sherlock hauptsächlich machst. Weil naja, es ist, da kommen ja viele Sachen zusammen in dieser Serie. Es ist einfach wirklich gut gecastet. Also ohne den Typen jetzt dabei wäre das auch nicht so geil gewesen. Martin Freeman, kommen wir gleich noch zu, finde ich auch einen total tollen Typen. Und ich warte noch auf den Biopic von Oliver Hardy, weil den würde er so gut spielen. Guck ihn dir mal an. So. Okay, ja, das wäre, stimmt, das wäre. Guck ihn dir mal an, das ja? hat er damals ja, ja. bei The Office gesagt, wo er mitgespielt hat. Entschuldigung, kurze Abschweifung. Martin Freeman ist der Mensch, den ich kenne, der außer Ian McKellen in den geilsten Filmen mitgespielt oder in geilsten Sachen mitgespielt hat. Der hat in The Office mitgespielt, der hat im Hobbit mitgespielt. Leider in einer schlechten Verfilmung mitgespielt. Und er hat in Sherlock mitgespielt. Martin Freeman hat doch aber auch in Hitchhiker's Guide mitgespielt. Ja, das geiler Charakter, scheiß Verfilmung, aber auch kann man noch dazu sehen. Aber man kann es ja nicht abziehen dann von den guten Sachen, die er also gemacht hat. Also wir haben geile Schauspieler, wir haben wirklich, wirklich, wirklich geile Drehbücher. Und warum die so geil ist, können wir gleich vielleicht auch noch drauf eingehen. Und gute Vorlagen. Ja, davon mal ganz sagen. Ja, und es ist einfach dann auch noch geil gemacht. Aber ich glaube, das sind die für mich die zwei wichtigsten Punkte. Das sind natürlich fantastische Drehbücher. Das finde ich übrigens, habe ich vielleicht an anderer Stelle schon mal erwähnt, immer ziemlich geil in England. In Deutschland ist es ja immer ein Film von Erwin Mack, hast du nicht gesehen, das ist dann der Regisseur. In England ist es bei Serien immer so, wenn du dir Doctor Who anguckst, da steht immer Written by. The Weeping Angels by und das ist der Autor, der da steht, weil in meiner Ansicht ist es der Autor, der die meiste kreative Arbeit leistet. Der Regisseur muss es dann ja in Anführungsstrichen nur noch abfilmen. Im besten Fall dann umsetzen, was dort. Die kreative Arbeit ist vorher schon passiert. Na klar, der muss was umsetzen, aber das ist eigentlich das, was wichtig ist. Ja, um das mal den Punkt abzuschließen, was mir wirklich am besten hier dran gefallen hat, ich habe es ja am Anfang auch schon ein klein wenig ausgeführt, es ist eben die Art, wie die Dialoge dort verfasst sind und wie die Charaktere interpretiert wurden. Zu Cumberbatch selbst wurde ja schon mehr als genug gesagt, also er spielt die Rolle und diese Interpretation von Sherlock Holmes richtig, richtig gut. Auch die Supporting Cast ist anders, als wie man sich die jeweiligen Charaktere vorstellt. Also hier, der Sherlock ist anders, als man ihn kennt, der Dr. Watson ist anders, als man ihn kennt und so weiter. Aber wie das zusammenkommt und auch die Mysterien passen auch da ganz gut zusammen. Also für mich wäre es eben, mir wird was fehlen, wenn da kein gutes Mysterium wäre. Die Charaktere funktionieren an sich schon gut. Ja, ja. Aber speziell in der ersten Folge, wie das da aufgebaut hat, ich glaube, der Fall war dort, dass sich Leute anscheinend selbst umgebracht haben nach dem gleichen Modus und man wusste Serial Suicides oder so. Das an sich, das ist schon einfach. Das einfach ist schon geil. Das ist Konzept schon, genau, ist fantastisch. Wie kann man denn so ein Serial Suicide oder sowas haben und wie das aufgelöst wird und wie das dann zusammenkommt. Die letzte halbe Stunde, ja, ich saß wirklich so nägelkauend vom Fernseher einfach. Ja. Und ich habe an jeder Dialogzeile gehangen und gesehen, Mann, welche Wendungen nimmt das jetzt hier? Und genau das ist es, was mich dann richtig dort gepackt hat. Nicht jede Folge hat den gleichen Effekt dann auf mich gehabt, aber wenn es funktioniert hat und wenn dann die Interpretation dann bei mir gezündet hat, das hat in einem Fall erst ein bisschen gedauert, bis ich warm geworden bin mit dem Antagonisten der Serie, weil das war auch... Wirklich? Warm geworden? Ich weiß. Hallo! Nee, können wir was zum Antagonisten sagen? Oder dürfen wir das schon? Ja, können wir ja gerne. Aber das ist das, weswegen ich das mochte und deshalb hatte ich auch ein bisschen Redebedarf jetzt hier danach. Gut, für mich sind die Charaktere sind archetypisch und seit einer Weile ist es ja schon relativ trendy, dass man Hauptcharaktere hat, die ein bisschen komisch sind. Dr. House, ne? Dr. House ist ja auch Sherlock Holmes. Typen Spleen, ja. Er hat ja auch Moriarty dabei. Natürlich, das ist Sherlock, also wurde auch gesagt, das ist Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ist eigentlich ein Typ, der so ein bisschen Asperger-Syndrom hat, der so ein bisschen sehr, sehr grenzbegabt ist. Für mich im Kopf fasse ich den zusammen, er ist ein bisschen so Vulkanier von Star Trek, gemischt mit Sheldon von Big Bang Theory. Ja, sowas ist das. Das ist so ein leichter Autismus, der ist einfach grenzbegabt. In den Büchern, das wird auch in der Serie hier irgendwann mal gesagt, in den Büchern, also Sherlock Holmes weiß ja immer alles, der sieht alles, dem fällt alles auf, der weiß aber gleichzeitig nicht, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Das weiß er nicht. Das wird in den Büchern so gesagt. Weil das so eine irrelevante Information ist, die nichts mit dem zu tun hat. Er braucht sie nicht. Und das ist, ne, der ist grenzbegabt. Der hat diese sozialen Probleme, das siehst du ja auch. Der kommt mit anderen Leuten nicht klar, weil er einfach viel mehr wahrnimmt als andere Leute, die einfach viel langsamer leben als er. Und er lebt auf einer komplett anderen Ebene. Deshalb hat er diese sozialen Probleme. Er sagt es auch irgendwann mal in der Serie. Er muss das tun, was er tut, weil er sich sonst langweilig. Langweilt, das kann ich übrigens sehr gut nachvollziehen. Ich will es nicht sagen, dass ich das habe. So wie du dich jetzt langweilst. Ja, naja, es geht's gerade. So, Moriarty. Moriarty finde ich fantastisch. Moriarty ist genau wie Sherlock Holmes, wir haben gerade schon drüber geredet, es gab 1000 verschiedene Interpretationen von Sherlock Holmes und natürlich auch von Moriarty. Wenn man an Moriarty denkt,
stellt man sich im Grunde diesen bösen britischen Professor vor. Ja, nach den Dingsen, ja, und deswegen ist auch der hier bei der Neuverfilmung, fand ich den total schwach. Der ist auch bei Mad Men, ne? Das spielt er genauso übrigens. Also ja, es ist dasselbe. Der war irgendwie als... Moriarty-Man. War Mark Strong Moriarty in den neuen Filmen? Nein. Oder? Nee, dieser Nein, Typ, der auch... Ich hab's total verdrängt mittlerweile bei den Kinofilmen. Der Typ, der auch dieser Brite da ist bei Mad Men. Ich habe kein Mad Men geguckt. Der ist sehr, sehr stereotypischer, sehr normaler Moriarty. Ich habe mal, ich habe vor 20 Jahre her, vor 19 Jahren habe ich in Kanada gelebt für ein Jahr und war da am Theater, habe da gearbeitet, am Shaw Festival Theater hieß das. Da gab es das Sherlock Holmes Theaterstück, was richtig geil war. Und die Interpretation von Moriarty damals da war eben nicht dieser dürre, professorartige, feine Oxford-Kriminelle, sondern das war ein richtig fetter Mafia-Boss. Den haben sie nochmal richtig fett gemacht. Der hat sich im ganzen Stück nicht, der hat sich nicht bewegt. Der hat nur in seinem Stuhl gesessen. Der hat da nur gesessen und die Leute so rum. Don gescheucht. Moriarty. So, ja, tatsächlich, so Don Moriarty-mäßig. Und das, okay. Ne, das ist derselbe. Das ist der, ja genau, das ist derselbe Effekt, dass du so eine andere Interpretation hast. Und was hier mit Moriarty passiert, das hat mich so gerockt. Dieser, im Englischen sagt man Camp, im Deutschen, ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, so tuckig, sagt man tuckig? Ja, also es ist, glaube ich, nicht politisch korrekt, aber es ist schon, glaube ich, eher den Ton, der ja. Ich glaube, so ist er aber gar nicht angelegt, weil das war das Erste, auch als er auftritt, dachte ich auch so, Alter, was ist denn das für ein komischer Typ? So, mit seiner Stimme spielt, dieses so, ja. I burn your heart. Do you know what happens if you don't leave me alone, Sherlock? To you? Oh, let me guess, I get killed. Kill you? No, don't be obvious. I mean, I'm gonna kill you anyway someday. I don't want to rush it, though. I'm saving it up for something special. No. If you don't stop prying, I will burn you. I will burn the heart out of you. Genau, der ist einerseits so lala und dann ist er wieder, der ist ja total Psycho und der ist ja genauso brillant wie Sherlock Holmes. Ja, muss er ja auch sein. Ist er in den Büchern ja auch schon, weil er taucht ja eigentlich auf. Natürlich, es muss so sein, weil natürlich, wenn du so einen brillanten Typen hast, brauchst du einen genauso brillanten Gegenspieler, sonst wird dir sofort langweilig, wenn alles sofort... Genau, so, das ist das Gegengewicht. Und dass man sich sagt, okay, mit welcher, den bösesten Menschen, den du dir vorstellen kannst im Grunde, mit welcher Charaktereigenschaft starten wir ihn aus, um ihn nochmal interessanter zu machen? Ja, er ist so eine komische, lalala, hallo, so, was ist denn da los? Und es funktioniert. Der ist so böse. Der ist so geil. Und der ist genauso überheblich wie Sherlock Holmes. Ja. Und der geht mit ihm auch genauso um. Genau. Das ist, was ich meinte, so im ersten Moment einfach, weil mit der Erwartungshaltung wurde anders gespielt. Ja. Und das, was man vorab kennt, dass ich im ersten Moment gedacht habe, hä? What the hell? Aber man weiß es natürlich danach zu schätzen, speziell diese Art, also nicht nur auch, wie der Charakter geschrieben ist, auch der Schauspieler hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Fantastisch. Wie das ja. dort reinkommt. Ich konnte innerhalb der Charakterbeziehungen und der Geschichten dort nicht sagen, wie viel davon ist von Moriarty dann ein Act, sozusagen. Ist das wirklich ein Charakterzug, den die Figur dort hat? Oder ist es etwas, was er nur aufsetzt, um dann Sherlock dann entgegenzutreten? Sowas. Also der Typ ist einfach total durchgeknallt. Ja, vor allem kommt der vorher schon vor in der Serie. Das ist halt das ja, Geile. Ja. Der ist also einerseits... Aber ist auch sehr, sehr gut vorab vorgekommen. Der ist einerseits brillant. Der ist so ein bisschen das Gegenteil von Sherlock Holmes, der sehr kontrolliert ist. Und brillant ist dieser Typ einfach total durchgeknallt. Genau, genauso brillant. Und das ist es eben, dass du, wenn du in Sherlock Holmes 2 nur in Böse gehabt hättest, oder das Moriarty, das bei weitem weniger aufregend funktioniert als hier. Mir ist gerade was total Schlaues eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr von... Notier die Zeit. ob ihr von Grant Morrison gelesen habt, Arkham Asylum. Nee, was auch so ein bisschen die Vorlage war von dem Comic. Da in diesem Comic ist... Batman geht eben nach Arkham Asylum und Batman ist so ein bisschen uptight. Also der ist so sehr, sehr, sehr mit seiner Sexualität hat so ein bisschen Probleme. Er ist so, ich muss und in der Originalversion davon sollte der Joker so angezogen sein wie Madonna, also Crossdressing als Frau. Der war das absolute Gegenteil, so eine absolut perverse Sexualität, um Batman nochmal richtig rauszufordern. Der war am Schluss nicht mehr, das mussten sie runterdingsen, aber er hat, glaube ich, noch hochhackige Schuhe an. Das ist so ein bisschen das Gegenteil. Es ist so dieser totale, völlig durchgeknallte Joker gegen den etwas eingeklemmten, starren Batman. So, das ist für mich so dieses Ding, das ist dieser
Und der, ne? Ich glaube, da kannst du auch repräsentativ als Zuschauer, wenn Moriarty dort auftaucht, der überwältigt einen, finde ich, als Zuschauer, einfach weil er so Jim wirklich, Moriarty. Ja, aber wirklich mit der Art, wie er drauf ist und was er dann dort macht, das ist, das, oder ich hatte zumindest das Gefühl als Zuschauer, dass es jemanden wie Sherlock Holmes in seiner Abgeklärtheit und Andersdenkigkeit sozusagen braucht, um so irgendwie dem Paroli bieten zu können oder nicht, weil jeder normale Mensch würde durchgekaut werden von dieser Art, wie Moriarty dann dort agiert. Und genau das hat sehr gut funktioniert in dem Zusammenspiel, wo in den Folgen, wo beide dann zusammen aufgetaucht sind. Vor allem, wie geil das auch ist, weil das ja die letzte Folge der ersten Series war und das endet einfach mit so einem derben Cliffhanger, was man ja halt von anderen Serien schon gewohnt ist. Aber in der Situation dachte ich, okay, wie kann man das jetzt rauslösen, weil wenn man Sherlock Holmes kennt und eigentlich haben sie ja, sag ich jetzt mal, also die haben die Namen der Folgen immer ein bisschen, also erstens halt nicht angeglichen an das, was so bekannte Geschichten genau, und die haben auch ganz, ganz viele Elemente drin, also jetzt gerade Anfang der zweiten Staffel, die man auch aus dem Original sozusagen kennt und nachvollziehen kann, nur halt immer ein bisschen abgeändert. Deswegen konnte man eigentlich schon wissen, dass es da nicht zum Konflikt zwischen den beiden kommt. Also das heißt, es muss irgendwie aufgelöst werden. Und ich habe noch nie so doll bei irgendeiner Serie gegrübelt und überlegt, Alter, das ist so eine Patt-Situation so. Wie soll Sherlock Holmes da rauskommen? Das macht irgendwie. Oder speziell die Serie hat mit deiner Erwartungshaltung gespielt, eben, dass du diese Gedanken hast und hat das, also auch wenn ich das nicht direkt im Hinterkopf natürlich habe, wie die alten Geschichten gewesen sind und was man vorab wissen konnte als Superfan und so weiter. Aber ich habe immer den Eindruck, dass bewusst so in den Geschichten einfach Sachen abgeändert und anders gemacht wurden, um gerade mit diesen Erwartungshaltungen nochmal zu spielen und die zu untergraben. Aber es wurden auch sehr viele Sachen ja sehr gleich gelassen. Ja, genau. So, und das macht ja gerade den Spaß, weil du gerade merkst, dass da Leute dran saßen, die sich da total mit auskennen und damit spielen. Ich glaube, in der ersten Folge der zweiten Staffel gibt es so ganz viele verschiedene Fälle, die so einfach nur das kurz anreißen. Was war mit dem Greek und mit dem Geek? Ach Gott, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Das war aber die zweite Folge doch, oder nicht? Ja, nee, war Hounds of Baskerville. War das bei Hounds of Baskerville? Bei der ersten war das auch mit Irene Adler, die ganze Geschichte ist halt super. Genau. Und dann auch mit dem Safe, das ist alles 1:1 gewesen wie in der Geschichte. Übrigens, da habe ich mich auch sehr schlau gefühlt, weil ich dann sofort gewusst habe, wo die Safe-Nummer hergekommen ist, nachdem er es ausgesprochen hat. Das habe ich nämlich dann gleich rausbekommen, bevor das... Weil du ihre Maße wahrscheinlich gleich gesehen hast. Ja, weil man, wenn man das schon mal so gehört hat, weiß man, wie so Maße eines Frauenkörpers dann in Englisch denn zusammengefasst werden. Da kannst du dich mit aus. So, Gregor. Da kenne ich mich anscheinend mit aus. Das finde ich immer ein bisschen... Englische Maße. Was ist mir passiert? Immerhin hatte ich aber damit das einzige Mal, wo ich der Serie ein bisschen was voraus hatte. Ansonsten war die Serie immer cleverer als ich. Aber das ist hier nämlich auch, was ich an Krimis sehr, sehr mag, ist, was du vorhin sagtest, dass man immer mitraten kann. Und hier sind Sachen... die halt manchmal im Ende nachvollziehbar sind, aber Sherlock erklärt dann auch viele Sachen einfach, gerade im ersten Fall der zweiten Staffel. Dafür ist ja, ich meine, das ist ja auch der Grund, warum Sherlock nicht alleine dort agiert, warum er speziell so jemanden wie Watson da dran hat, weil der als Surrogat des Zuschauers dient, der braucht irgendjemanden, bei dem er das erklärt und nicht nur, dass er denkt und immer, genau. Ne, und hier ist es ja dann genauso speziell in der Art wie Martin Freeman, der natürlich das ein bisschen immer, je mehr er sich an Sherlock Holmes gewöhnt, spielt er das anders, aber diese offensichtliche Bewunderung und Begeisterung gerade in der ersten Folge so, that was brilliant, that was fantastic. Na, also das ist das, was den Zuschauer eben dann widerspiegelt, ja? Ja. Aber ja. Das passt also da ganz komisch, dass man ihn mag, weil er geht ja mit allen Leuten eigentlich recht mies um, also mit hier Molly Harper. Also die Laborassistentin. Genau, mit der geht er halt mega assi um bei der Weihnachtsfeier. Dann mit Watson. Er hat sich aber entschuldigt dann. Mit Watson geht er auch total scheiße um die Geschichte mit seinem Stock, wo sie... You're lowering the IQ of the entire street. Aber Stephen House, den liebst du ja auch. Den liebst du ja auch für seine Arroganz. Aber er hat noch so einen emotionalen Kern. Da ist noch eine Verletzlichkeit drunter, die du hin und wieder mal siehst. Und hin und wieder, wo er sagt, I don't have any friends, you're my only friend. I don't have any friends. I have a friend. Weißt du, du merkst, da ist was drunter. Und das ist das, was den Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Serie ausmacht. Denn bei einer schlechten Serie hättest du nur diese zwei Dimensionen. Er ist einfach nur ein Arschloch. Und hier merkst du, da drunter liegt noch was ganz anderes. Ja, die Frage ist nur, was also da drunter ist. Weil der emotionale Kern, natürlich sucht er irgendwie was. Natürlich. Ja, die Herausforderung, aber die kriegt dann halt durch, Irene Adler und durch Moriarty. Es sind halt Leute, die ihn herausfordern noch und das knackt an ihm so. Ich glaube, also weißt du, es ist ja nicht so, dass er irgendwas Bestimmtes also sucht, sondern... Also das, was wir als Zuschauer dort noch nicht sehen können, das weiß, glaube ich, auch der Charakter des Sherlock Holmes von sich selbst auch nicht. Der weiß nicht, wie sein emotionaler Kern genau aussieht, ne? Weil es genau das ist
eben nicht, was er rational erklären kann. Das ist nicht das, was er mit seiner Logik dann zusammenfassen kann. Ja. Und genau das, was du gesagt hast, Uwe, wenn ich nicht das Gefühl hätte eben, dass da noch irgendwas dahinter steckt, dann hättest du quasi nur den arroganten Kerl, der sich dadurch bestätigt, dass er immer recht hat. Ne? Und das ist ja quasi so, wie er dort sozusagen auf der Oberfläche sich dann erklären kann, warum man so einen Charakter gerne zuguckt, der eigentlich nur so arschig umgeht, dieses Gefühl dann drunter zu haben. Und das ist schön mit den Folgen immer weiter mit so Situationen, ob durch Moriarty, ob durch Irene Adler, dann immer mehr rauszubekommen, was da wirklich hinter ihm steckt. Ja, wissen Sie, mein Alter war Metzger gewesen und ich weiß also, wie man mit Messern umgeht. Der hat uns gelernt, wie man Tiere zerteilt. Gelehrt? Was? Hat sie gelehrt, wie man Tiere zerteilt? Ja, und ich war wütend gewesen. Bin gewesen. Ja, und ich hab zugestochen! Wieder und wieder und wieder, bis sie keinen Mucks nicht mehr machte. Keinen Mucks mehr. Jedenfalls war sie still gewesen. Ganz kurz, wir haben das Ding jetzt im Hintergrund laufen und auch jetzt nicht mit Ton an. Wenn ihr euch mal das Gesicht von ihm anguckt, er geht ja nicht in die Szenen rein und sagt, ich weiß alles, ich weiß alles. Guck ihn dir an, wie verzweifelt er ist, wie verzweifelt und wie das an ihm nagt und wie er das haben will. Du siehst, wie wichtig das für ihn ist. Weißt du, und dadurch wird er nochmal verletzlich, dadurch ist er gar nicht so arrogant. Das ist das, wo er sich drüber definieren kann. Wenn das ist das, was er braucht. Wenn er nicht so, genau, wenn er nicht so brillant, wenn er nicht so brillant wäre als Figur dort, als Charakter, würde er nichts haben, würde Sherlock Holmes nicht sein, weil da nichts mehr übrig ist. Das ist wie Simon Kretschmer beim Halo spielen. Weißt du? Das ist, er braucht es, er will es unbedingt und deshalb, das macht ihn wieder sympathisch, weil er hat was, was er braucht und das macht ihn wieder zum Menschen. Er muss es haben, er braucht es, er braucht es. Guck ihn an, wie er rumrennt. So, das macht ihn fertig. Ja, diese ganzen Nuancen, die man unterbewusst mitnimmt als Zuschauer eben. Weil du hast ihn immer im Auge, immer im Blick, auch wenn du es dir nicht rational als Zuschauer erklären kannst. Er nimmt eben deinen kompletten Fokus irgendwann einfach mit ein. Ja. Aber das ist und ganz kurz, dieser andere Charakter sieht aus wie der Mann von der Mutter von den Kardashians. Oh, du meinst Bruce Jenner. Bruce Jenner, guck dir an, sieht genauso aus. Den Olympioniken, den ehemaligen, der sich so komisch hat operieren lassen. Der irgendwie so Olympionit im Liften lassen wahrscheinlich. Nee, der war Schwimmer oder so, weiß ich nicht mehr. Lestrade oder wer ist das? Inspektor, Nee, das ist Lestrade, aber den meine ich nicht, den anderen Typ. Der in der Küche stand. Den immer so beleidigt, weil er so dumm ist. Das ist auch der Freund von Molly Harper gewesen, oder nicht? Der erste, ach nee, Quatsch. Was das auch noch ausmacht, ist der hat doch was mit der anderen, mit dieser Polizistin. Achso, ihr dürft diesen Podcast nur hören, wenn ihr die Sendung gesehen habt. Nein, wir werden auch ein bisschen Spoiler in spekulativen Sachen, wir haben ja jetzt nicht groß gespoilt hier, am Ende nochmal eine klare Ansage machen, wenn wir konkret über Spoiler reden wollen oder nicht, aber das würde ich gerne konzentriert am Ende dort hin. Gibt es einen noch Bier? Ich glaube, wir haben es weggetrunken, das ganze Bier. Das ist noch ein Pisswasser da hinten. Das ist schon gut abgestanden. Das ist 2009 abgelaufen, das Pisswasser. Was noch interessant ist, wie er spricht, weil normalerweise aus anderen Serien oder anderen Geschichten mit Sherlock Holmes ist er immer sehr, sehr bedacht und redet sehr ruhig und er ist sehr, sehr hektisch. Und also daran wird dann mal festgemacht, was in seinem Kopf vorgeht. Und er brabbelt in einer Geschwindigkeit, die es gerade jetzt, wenn man das auf Englisch das erste Mal guckt, für viele Leute einfach sehr, sehr schwer macht, ihm zu folgen. Ich hab Untertitel angelassen. Kann man das auf Deutsch gucken eigentlich? Es geht. Es ist nicht so schlimm wie bei anderen Serien. Das haben sie eigentlich relativ gut gemacht. Aber im Original ist es halt einfach falsch. Ja, also sonst kriegt man die schauspielerische Leistung. Also wenn es die Möglichkeit gibt, ich habe es eben über Netflix geschaut und dort die Untertitel mit angehabt. Ich fand schon recht wichtig, einfach mit den ganz teilweise sehr extremen Dialekten, jetzt nicht nur der Geschwindigkeit von Sherlock Holmes, wie er redet, sondern einfach, was du dann an britischen Sachen da rangeklatscht bekommst. Aber es ist schon unabdingbar, finde ich, dass man es auf Englisch guckt, speziell einfach, weil es schon sehr... Und ich habe auch wirklich nichts gegen dann deutsche Synchros und so weiter, aber das sollte man sich wirklich auf Englisch geben, denke auch, wenn es sonst geht. Also es ist immer so, bei einer Synchronisierung geht immer die schauspielerische Leistung verloren, weil du hast nicht mehr die Einigkeit von, die Einheit von Sprache und Bewegung. Ja, und speziell sowas, was sehr doch fixiert darauf ist, wie die Wortwahl, wie die Geschwindigkeit, wie die Interaktion dort ist, das musste erstmal dann... Was lachst du mich aus? Ich lach dich nicht aus, ich musste gerade drüber nachdenken. Ich habe letztens irgendwie probiert, mein Dolby Surround System anzupassen an das Bild im Fernsehen. Und hab dann irgendwas geguckt und wollte das dann anpassen von der Zeit her, Timing auf den Lippen und hatte einen englischen Film drin und hatte aber den Text auf Deutsch und dachte so, wieso passt der Scheiß da nicht zusammen? Man sieht doch, dass die Lippen sich bewegen, warum kommt der Ton denn immer versetzt? Ja. Und das hat immer gewechselt, weil halt das nicht Lippensynchron ist. Weil das an jeder Stelle hat er anderswo eingesetzt. Das ist echt. Das ist natürlich was, die Krux. Was ihr gerade gesagt habt, ist, dass er zu schnell ist. Du hast ihn immer noch als diesen viktorianischen Charakter vor Augen. Das ist ja ein viktorianischer Charakter, der natürlich Well, my dear Watson, that's elementary. Well, I was thinking that observing the blah blah. So reden die da ja, ne? Ja. Nur man muss, und das finde ich eben so faszinierend, wenn Arthur Conan Doyle das geschrieben hätte,
kontemporär, also in unserer heutigen Zeit, wie hätte man das dann umgesetzt? Dann würde der eben nicht, oh, well, my dear, well, oh. Aber das ist ja neu, der würde, das hat ja kein anderer vorher so probiert, weißt du, das sind ja, gut, ja, weiß ich nicht, genau, die anderen, die haben gerne mal versucht, diese Period Pieces trotzdem mal draus zu machen, also das immer noch wieder im viktorianischen England zu setzen und dann wieder so zu reden. So, das ist dann irgendwann langweilig, weil dann hast du einfach dasselbe immer wieder und immer wieder, nur mit, ja, keine Ahnung, besser Kamera oder hier nochmal was, das ist wie ich eine radikale, nee, es ist gar keine neue, doch, es ist eine neue Interpretation, aber es ist ja im Spirit von dem eigentlichen es Ding. Es ist eine Adaption, wirklich, würde ich ja, dann aber, einfach sagen. Es ist, so, es ist wie ich so, was wäre, wenn es jetzt geschrieben worden genau, wäre. Genau, also es wäre ja auch komplett dann, also wenn du den Dialog komplett in der Art dann haben würdest, wie es damals ist, nur mit dem modernen Setting, würde es ja überhaupt nicht funktionieren. Von der Idee her gab es das ja schon mal, weil eigentlich, wenn man sich Miss Marple anguckt von Agatha Christie und dann guckt man sich an hier Mord ist ihr Hobby, das ist ja eigentlich auch sowas in die Jetztzeit transferiert, so ein bisschen, wenn die es moderner gemacht hat mit Jessica Fletcher, ist jetzt keine, aber so von der Idee her. Ja, aber das war aber auch schon sehr, natürlich für heute ist es nicht mehr modern, sondern sehr 80er amerikanisiert, aber es hat sich auch wie eine 80er Jahre amerikanische Krimiserie angefühlt, nur eben mit Jessica Fletcher statt Agatha Christie. Die schon immer alt war. Ich weiß nicht, Tante Jess. Es scheint, als würde es immer schlimmer. Weißt du, das ergibt keinen Sinn. Wieso vieles nicht in dieser Stadt? Nein, ich will damit sagen, da steckt irgendwie keine Logik dahinter. Warum sollte plötzlich irgendjemand Patty einfach so niederknallen? Die war schon immer alt, obwohl, naja, die hat auch mal in so Hitchcock-Filmen früher mitgespielt in den 50ern, oder? Als da Oma? Sah sie noch jung und knackig. Als Miss Freud zum Beispiel in Eine Fremde verschwindet. Und zieht das. Zum Beispiel, wir haben über die Modernisierung von Sherlock Holmes gequatscht, natürlich auch ein altbekannter Charakter, der, glaube ich, hier speziell in der Serie dann mehr in den Mittelpunkt ein wenig gerückt ist als vorher, Dr. Watson. Ja, finde ich, vor allem mit ihm startet ja auch die komplette Serie, ist ja der erste Charakter, den wir hier sehen, finde ich auch eine doch sehr radikal, ich will das nicht, dass ich es negativ anhöre, aber es ist schon eine eher große Entfernung von dem Charakter, wie er vorher gewesen ist. Ich finde es total geil, dass der damals im Krieg in Afghanistan war. Und jetzt heute im Krieg in Afghanistan. Das kannst du aber genauso übernehmen, so passt ja, wieder. Genau, der Ursprungscharakter des Dr. Watson kam oder war ein Veteran des Afghanistan-Krieges damals in 1800, schieß mich tot. Und jetzt ist er eben des neuen Afghanistan-Krieges ein Veteran, passt perfekt. Ne? Und das spielt auch jetzt noch mehr in den Charakter rein, als das, wie wir es früher von den Büchern und Geschichten her kannten, dass er eben hier auch unter posttraumatischem Stress-Syndrom dann leidet, oder PTSD, glaube ich, sagt man das auf Englisch, und das auch wirklich als jemand, der schon beschädigt ankommt, direkt zum Anfang der Serie dann so rüberkommt. Na, normalerweise war er immer nur so ein bisschen, ich hatte Dr. Watson als den Straight Man wirklich im Kopf, ja, jemand, der da ist, um quasi einen Gegenpol zu Sherlock Holmes, Repräsentanten des Zuschauers, des Lesers oder so zu haben, der dann repräsentativ für ihn die Fragen stellt, und Ziel der Erklärung von Sherlock Holmes ist hier, ist es aber ein Charakter, der selbst viel durchzumachen hat, und ich finde auch Martin Freeman spielt das echt gut, und ist auch ohne ihn würde wirklich enorm was fehlen in der Serie, wenn er als Charakter dort nicht vorhanden wäre. Ist auch teilweise ein bisschen so Comic Relief irgendwie an bestimmten Stellen. Der ist der Gegenpol, und aber das. Er muss leiden für Sherlock Holmes eben, ja, weil Sherlock Holmes kann nicht leiden, also muss Dr. Watson leiden für ihn. Der muss bestimmte Sachen einfach übernehmen, aber das Interessante ist eben, und das kriegen die englischen Serien aktuell gerade eben hin, selbst bei Doctor Who, wenn sie auf irgendwelchen komischen Planeten sind, dass dann emotionaler Kern ist und dass die Charaktere einfach auch wachsen. So. Der fängt an einem Punkt an und endet an einem anderen Punkt. Und es gibt wirklich eine Sache, die immer funktioniert und die einfach passieren muss, damit du ein gutes Drama hast im Fernsehen oder im Theater. Es muss Veränderungen stattfinden. Keith Johnson sagt, das Einzige, was passiert auf der Bühne ist, Person A verändert Person B. Das ist alles, was passiert. So, das muss passieren. Haben die Jungs vom Tatort immer noch nicht gelernt. So, da ist, es bleibt bitte alles gleich und nicht, dass sich viel rührt. So, und das funktioniert einfach. Und das funktioniert auch in jeder Folge. Da passiert was, da bewegt sich was. Und die Leute geben was von sich preis und die wachsen. Und es, ne? Also es gibt Mystery, es gibt Personenentwicklung, es gibt geile Charaktere, die man sich einfach nur angucken kann, um die Schauspielleistung zu bewundern. Es gibt geile Dialoge, die Spaß machen, weil sie einfach cool sind. Es gibt Gehirnknoten, die du da irgendwie machen kannst. Ach ja, und alles in einem guten Stil verpackt. Ja, mach das. Kannst du ja sonst noch ein Glas holen, Uko, und dann gibt es noch genug zu trinken, aber leider kein Bier dort. Ja, aber das stimmt, diese ganze Veränderungsgeschichte, würde ich auch was sagen. Natürlich kannst du dich an einer
TV-Serie dann auch ergötzen oder daran deinen Spaß haben, wenn die Charaktere und der Inhalt, ob es ein Mysterium, ob sonst was ist, dann gut funktionieren. Aber auch wenn es nicht so eine serialisierte Serie ist, die dann, ja, was willst du denn, das hat mir meine Schwester geschenkt. Das ist Homer Simpson Rasierschaum. Homer-Frisur oder wie? So, ich hoffe, das Ding ist nicht leer, wenn ich das nächste Mal dann aufs Klo gehe. Dann hat Uke sich rasiert bei dir. Ja, ich weiß ja nicht, was er dann gerade dort anstellt. Welchen Punkt wollte ich noch machen? Achso, ja, ich kann mir natürlich auch Serien angucken, wenn wir jetzt gerade die Simpsons mal nehmen. Das ist ja auch eine Serie, die gar keine Charakterentwicklung hat, ne? Auch bewusst gar keine Charakterentwicklung darauf gestellt ist, sondern nur im Mittelpunkt steht eben diese Comedy-Geschichten. Und wenn dann irgendwas passiert innerhalb von 20 Jahren, passiert vielleicht eine Sache, die dann mal adaptiert wird oder mit reinfließenden Geschichten, hat Apu dann Kinder in den letzten 10 Staffeln. Und das ist die einzig große Änderung, die passiert ist. Wenn du die Möglichkeit hast, aber wirklich noch Charakterveränderung, Fortschritt zu machen, trotzdem immer noch deine Geschichten erzählen kannst, dann ist es natürlich weitaus vom Vorteil. Es gibt ja hier bei den 6 Sherlock Holmes Filmen, eben 2 Staffeln, 6 Filmen, die es insgesamt dann gegeben hat im britischen Fernsehen, die für sich alleine, selbst wenn man nicht alle Filme gesehen hat, finde ich, funktionieren die auch so, weil es in sich abgeschlossene Serien sind. Aber dieses Dezente, wie sich jeder Charakter weiterentwickelt und vielleicht ist Sherlock Holmes der nach außen am wenigsten Entwicklung mitmacht zwischen dem ersten und dem letzten. Also ganz nach außen hin, weil er wirkt immer ähnlich. Natürlich innerlich hat sie bestimmt tausendfach geändert, aber speziell an Watson, glaube ich, kann man es echt gut sehen. Der ist an einem komplett anderen Punkt in der ersten Szene vom ersten Film als in der letzten Szene vom letzten Film. Ja, dem das Final. Ist die Frage jetzt. Also ich muss dem, was Uke gesagt hat, zustimmen, sodass da irgendwie eine charakterliche Entwicklung ist. Jetzt ist dann halt nur die Frage, wenn man ihn in verschiedene Reihenfolge gucken würde, könnte man das wirklich so abstrahieren, dass man weiß so, hey, Moment mal, da passt irgendwas nicht zusammen, oder kann man die wirklich total autark gucken? Das wäre natürlich eine spannende Frage, das zu sehen. Der Vorteil ist natürlich, es sind 6 Filme, die man, 6 Filme a 90 Minuten oder 6 Folgen a 90 Minuten. Das ist also jetzt nicht so enorm viel Zeit sozusagen, dass da weltumspannende Ereignisse dort passiert sind, dass sich die Charaktere auf einmal komplett nicht wiedererkennen lassen, als wenn du mal 2 Staffeln Star Trek ausgelassen hast und dann keine Ahnung hast, was dort passiert, wo der Charakter, den du vorgeschaut hast, oder das beste Beispiel ist vielleicht vor Urzeiten mal, ich hatte die erste Staffel von Lost geguckt, ja, und dann so Anfang der zweiten bin ich dann ausgestiegen, aber die Kollegen damals haben dann, ja, jede Woche Lost gucken und so weiter, die sind irgendwann mal abends bei mir eingetroffen, haben eine Folge von der 4. Staffel geguckt. Ich kannte die Figuren dort, aber ich hatte keine Ahnung, was passiert auf diesem dort, weil die einfach komplett auseinandergefleucht sind. Ich glaube, hier bei einem Sherlock, egal ob du zuerst den 2. Film der 1. Staffel und dann den allerletzten der 2. Staffel guckst und so weiter, es ist schon nachvollziehbar. Das war der Punkt, den du meintest ja eben, es ist eine Charakterentwicklung, und ich meinte, ob man die durcheinander gucken kann oder nicht, weil, also jetzt unabhängig davon, wenn bestimmte Sachen passiert sind, aber ob man wirklich da einen Unterschied merkt. Ich glaube, es gibt eine Charakterentwicklung in jeder Folge. So, du wirst auf jeden Fall in jeder Folge was bemerken. So, und ob das da wieder anfängt. Es gibt natürlich auch eine Handlung, die sich von Anfang der 1. Staffel bis zum Ende der 2. Staffel hinzieht. Aber die ist jetzt nicht so doll wie bei Lost. Aber das ist ja Bonus, so, finde ich. Also für die Leute, die dann wirklich alles durchgucken wollen. Es ist schon so, dass ich jetzt natürlich nicht, also am Ende der 3. Staffel der 2. Folge gibt es einen Cliffhanger. So, das macht jetzt keinen Sinn, das als erstes zu gucken. Das würde ich jetzt nicht machen. Aber es sind Fernsehfilme, die auch für sich alleine im Grunde stehen können. Also die Charaktere erklären sich innerhalb der ersten 5 Minuten von selbst. So, du weißt sofort, was los ist, und es passiert was. Und du wirst immer was empfinden. Da wird immer, also in den Baskervilles, da ist es, glaube ich, mit dem I don't have any friends. Ja, I have a friend. Das kommt am Schluss raus. Okay, sie sind Freunde. Das ist irgendwie ganz geil. In der ersten Folge geht es darum, dass Watson sich wiederfindet. So, dass der wieder auf die Füße kommt im Grunde. Da ist immer irgendwas. Komischerweise, jeweils die 2. Folge finde ich nicht so gut wie die anderen. Ja, es gibt bei mir genau dasselbe. Komisch, ne? Die sind immer noch gut, aber ich glaube, Staffel 1, 2. Folge ist meine Unlieblingsfolge. Von der ersten Staffel die 2. Folge? Ja, das ist die mit den Chinesen, ja, mit den Asiaten. Blind Banker ist das. Die finde ich, fühlt sich auch noch am, in Anführungsstrichen, altbackensten an, ne? Weil da auf jeden Fall, du merkst sehr deutlich, dass da Wurzeln in alten Sherlock-Holmes-Geschichten sind, die aber jetzt irgendwie ein wenig nicht so gut modernisiert wurden, wie es sonst dann gemacht aber wurde. Aber das liegt auch daran, weil halt, also die erste Folge der ersten Staffel ist natürlich so von wegen, so geht's los, so lernen die sich kennen und so weiter, da hast du halt was Interessantes. Die 3. Folge von der ersten Staffel hast du halt Moriarty sozusagen, der sehr, sehr
intensiv dazu. Mhm. Dann von der zweiten Staffel fängst du an mit Irene Adler. Du hast bei jedem so einen richtigen Pickup irgendwie. Und bei der zweiten Folge der ersten Staffel ist es eher so ein bisschen, fühlt sich belangloser an. Aber ich finde, dass die zweite Folge von der zweiten Staffel zwar auch die schlechteste von den dreien ist, aber die ist trotzdem sehr, sehr gut, weil sie halt was über die Freundschaft zwischen also Watson und Sherlock aussagt. Ja, ich hatte mich speziell darauf gefreut, weil so der Hound of Baskerville, was also ja die bekannteste zweite Folge ist, Geschichte, das ist die bekannteste Geschichte, die hat, von der jeder schon mal was gehört hat, war sehr gespannt, wie sie das dann neu interpretieren. Da ist natürlich auch viel mehr Druck. Na gut, so es gibt ja eigentlich auch nur vier große Romane von Sherlock Holmes, der Rest sind ja Kurzgeschichten einfach nur, also deswegen... Ja, und die Neuinterpretation war zwar ganz cool, ne, da waren auch ein paar interessante wirklich Charaktermomente, die du auch schon erwähnt hast, mit dabei und auch wahrscheinlich der Humor noch am hervorstehendsten. Wahrscheinlich, weil man kann sich speziell in diesen Mittelteilen dann erlauben, weil die sind ja am meisten entfernt davon, dass da wirklich innerhalb Plotentwicklung dann passiert. Du hast ja eh immer, oh, jetzt muss wieder die Spannung anziehen, weil mit Moriarty irgendwas passiert. Zwischendurch kann man mal ein bisschen Spaß haben, deshalb fühlen sich die Mittelfolgen ein wenig, ja, weniger involviert an. Ich hab's zwar gerne geschaut, aber ich war trotzdem wesentlich mehr involviert an den entweder Anfangs- oder Endfolgen der Staffeln. All my life I've been searching for distractions. You were the best distraction and now I don't even have you. Because I've beaten you. And you know what? In the end it was easy. It was easy. Now I got to go back to playing with the ordinary people. And it turns out you're ordinary, just like all of them. Oh well. Muss ja, ich da auch sagen. Zweite Staffel, dritte Folge, ich meine, da muss man ja gar nichts zu sagen, das war absoluter Wahnsinn, wie geil die war. Ja, vor allem wurde das ja schon angeteased in der zweiten Folge am Ende, wo Moriarty dann halt da rumwieselt. Ja. Ja, also war auch sehr schön, einfach, ich habe die ja in relativ kurzer Folge gesehen, also jetzt nicht dann Monate zwischendurch warten müssen, sondern innerhalb von ein paar Tagen dann geschaut und natürlich die ganzen Sachen, die speziell jetzt in der, bis dato, wo wir den Podcast hier aufnehmen, dann letzten Folge, die dritte von der zweiten Staffel gezeigt wurden, dass da speziell Sachen angesprochen werden, die seit der ersten Folge dann in den Raum geworfen wurden, wo ich auch gedacht habe, oh, das sind echt interessante Charakterpunkte mit Sherlock Holmes, wie er rüberkommt bei anderen Leuten, was da nochmal dann mit rein, und ein großes Mysterium, mit dem du noch dann weggelassen wurdest, da saß ich auch wieder genau wie bei der allerersten Folge so, Nägel kauend vorm Fernseher. Ja, und ich hätte gern seinen Mantel. Aber kannst du den Mantel auch so tragen wie er? Ja, ja. Ne? Ja. Wir haben eine ähnliche Figur. Aber ja, es gab mal so, ich habe in irgendeiner Zeitschrift haben die das mal aufgeschlüsselt, was er so trägt. Dieser Mantel ist einfach mal richtig teuer, der kostet irgendwie 1000 Pfund oder sowas. Und alles, was er trägt, ist richtig doll teuer. Ich weiß gar nicht, wovon er das bezahlt. So, ich hätte gern diesen Style, würde ich gerne auch so. Ja, weil mir wird schon sein Charisma reichen, das wäre schon, die Kleidung können wir nochmal gucken, aber. Ja, das hängt ja auch ein bisschen miteinander zusammen. Findest du? Kleider machen Leute, Gregor. Ich glaube, wenn man Gregor, kurze Hose, ich hab blaues Knie. Was hast du da irgendwie? Das ist Yoshi und Yoshi Mario und die Prinzessin. Und Mario und eine braune Surferhose habe ich an. Hey, ich habe Urlaub, was erwartest du? Seid bei mir daheim. Charisma und Urlaub gehen. Ey, in meinen eigenen vier Wänden. Leckerhöhle. In meinen eigenen vier Wänden brauche ich kein Charisma. Sind ja schon froh, dass du nicht nackt hier auftauchst. Wisst ihr, was wir mal machen sollten? Wir sollten mal die erste Folge nochmal gucken und aber jeder auch so drei Nikotin-Patches dabei aufkleben. Ich leck dir mal ab zwischendurch. Oder? Wie viel kann man denn von diesen Nikotin-Patches meinst du? Wie viel passt denn auf deinen Körper rauf? Ja, aber ich glaube, da kann man auch ganz schnell sich vergiften. Meinst du? Ja, ich glaube, das sagt er sogar in der Serie. Ich glaube, du darfst eigentlich nicht so viele, wie er da hat. Ja, zumindest hier sind ja die Nikotin-Patches quasi als Ersatz dafür, dass wir nicht ihn ständig mit Pfeife irgendwie rauchen dann ja, erwarten oder müssen am Koksen. Und natürlich auch am Koksen sehen müssen. Dann, ja, das wäre vielleicht auch mal eine interessante Grenzerfahrung, dann wie viele Nikotin-Patches können wir machen und Sherlock Holmes gucken, ohne dabei sabbernd aus dem Fenster zu hängen. Vielleicht ist es dann noch besser, man weiß es nicht. Ja. Ich war ja letztens noch im Sherlock Holmes Museum, ne? Ist jetzt letztens, also vom Jahr. So, da bist du reingekommen, nicht wie beim Game of Thrones Museum, wo wir dann davor standen. Ja, man muss sich schon ein bisschen durch die Japaner kämpfen, dass Sherlock Holmes Museum... Oh, Sherlock Holmes. Holmes. So. Der befindet sich natürlich 221 Baker Street. Natürlich. In London. Ist ganz geil. Also ist auch nicht in dem Sinne ein Museum. Ist einfach sein Zimmer. Also seine Wohnung ist komplett aufgebaut. Super. Also total geil. Und da sind so ganz viele kleine Sachen drin, die man aus den Geschichten dann kennt. Und eben auch, das macht er hier in der Serie auch, er schießt er immer auf die Wand. Ja. So, und da war dann einfach, was ich ziemlich geil fand, Einschusslöcher, kam so ein alter Mann auf mich zu und sagt,
When I'm bored, I shoot the wall. Und das war einfach so ein, ich sag mal, 75 Jahre alter Schauspieler, der Sherlock Holmes spielte, der da einfach drin saß. Super cool. Wie gesagt, es waren nichts gegen, ne? Also es waren schon sehr viele Japaner drin, das ist, zerstört die Stimmung schon so ein bisschen. So, man wäre da lieber alleine drin, jetzt sag ich mal so, dann wäre es geiler. Aber kann man mal empfehlen, ist ein bisschen teuer, aber ist ganz cool. Ob der arme alte Mann jetzt gefeuert wurde, in die so einen jungen Cumberbatch-Typen ja, da genau, reingepackt haben. Ja, genau, wahrscheinlich schon. Der dann sexy die Asiatinnen da alle anguckt. What's going on? We want Sherlock Holmes, ja. Wisst ihr, wie die Fangirls von Benedict Cumberbatch heißen? Cumberbabes. Nein, ein bisschen krasser. Cumberbitches? Cumberbitches. Ja, die nennen sich Cumberbitches. Oder auch alles. Die Cucumberbitches. Okay, vielleicht nicht. In der Ecke der, in der Ecke der Videothek wildert wir nicht mag. Da sind wir dann gerade nicht. Nee, die nennen sich tatsächlich dann Cumberbitches. Ja. Gibt schon einen Pornostar, der Benedict Cucumber heißt? Wahrscheinlich. Oder eine Benedicta Cumberbitcher oder so. Pornodarstellerin. Zu den Charakteren nochmal, so Irene Adler ist halt einer der, der krasseren. Auf Deutsch Irene Adler. Irene, heißt sie denn? Ja, okay, sie heißt Irene Adler, genau. Die ja sozusagen die einzige Figur ist, die ihm ja neben Moriarty so das Wasser reichen kann und die einzige Figur, die ihn auch ausgetrickst hat, also gegen die er mal verloren hat, einfach der nicht nur in bestimmten emotionalen Sachen nicht gewachsen ist, sondern auch vom Kopf her nicht gewachsen ist. Naja, man kann es, ich glaube, speziell ja da dort nicht sehen. Ist es etwas, wo der Intellekt nicht mitgespielt hat bei Sherlock Holmes oder ist es etwas, weil sie ihn auf einer Ebene der körperlichen, der sexuellen, der emotionalen Ebene irgendwie berührt, dadurch irgendwie dann stumpf gemacht hat oder dem gegenüber, dass er einfach ihr dann intellektuell nicht gewachsen, weil er gerade abgelenkt war durch ihren heißen Körper. Weißt du, wie Delilah Samson die Haare abschneidet. Ja. Ne, unsere Schwäche sind die Frauen. Ja gut, in der die Achillesferse. In der Geschichte Achilles. Hat er halt normal so verloren, ist er dem Intellekt nicht gewachsen. Natürlich, weil er ihr verfallen ist zum gewissen Maße. Und deswegen, ich glaube, in der Serie redet er dann... Hier in der Serie wird es ja was jetzt so Sexualität und Anziehungskraft dann von dem Charakter Sherlock Holmes angeht, dann ja recht vage gelassen. Ja, es geht ja natürlich dann in beide Richtungen dann. Also ist total geil, dass die ganze Zeit die Medien sich darüber lustig machen innerhalb der Serie, dass sie irgendwie schwul sein könnten und so. Ich finde übrigens auch diesen Taxifahrer, der sieht so dermaßen aus wie ein englischer Taxifahrer. Ja. So gut gecastet. Ja, Uka hat es ja schon erwähnt, wir lassen im Hintergrund den ersten Film dort laufen, da sehen wir einen Taxifahrer, der dort diese mitspielt. Zähne, die Mütze, die Klamotten, der sieht einfach so. Ach, das ist jetzt der Showdown auch schon, ne? Ja. Ach, super, genau bei dieser Szene, ich saß echt wirklich davor und an jeder Dialogzeile habe ich gehangen. Ja. Das haben sie echt super dort gemacht. Nee, die haben das schon hier in Richtung Sexualität, was natürlich auch dann angesprochen wird, speziell hier Molly, die schmeißt sich ja eh immer an ihn ran und ist dann sehr unbeholfen, aber nach außen hin denken auch viele, dass er dann eventuell schwul sein könnte. Das wird ja speziell in der Irene Adler-Folge nochmal aufs Exempel sozusagen gestellt, dass du als Zuschauer vielleicht mal, ja, vielleicht gibt es ja doch mal Antworten drauf. Und ich glaube genauso, Sherlock Holmes ist da auch sich nicht ganz bewusst, wie, wo, was, wie reingreift. Ja, Sherlock Holmes ist eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, wie er aufgemacht ist anhand der Geschichte auch recht, bis auf jetzt Irene Adler, so asexuell. Ja, ja. So, weil halt bei Watson kommt ja später noch was dazu, sondern das ist einfach für ihn nicht relevant als Thema. Zu chaotisch, zu komisch. können wir gleich mal im Kontext dann sprechen, wenn wir auf die Elementary dann mal zu sprechen kommen. Aus Amerika, da habe ich mir jetzt auch die erste Folge angeguckt. Da wird ein bisschen anders mit dem Thema umgegangen. Die erste habe ich auch geguckt, ja. Und das habe ich ausgemacht nach 20 Minuten. Aber ich glaube, es ist bei vielen dann auch so, dass die nach der ersten, da sprechen wir aber gleich dann nochmal drüber. Ja, Lieblingsfolgen hatten wir ja schon mal ein bisschen angesprochen. Also wie gesagt, für mich wäre es die erste, der Pilot, den wir gerade uns hier angucken, plus die letzte der zweiten Staffel. Ich würde auch vielleicht die letzte der ersten Staffel dann nochmal dann mit anfangen. Das würden so in der Reihenfolge dann meine Favorisierten sein. Wie sieht es bei euch aus dann? Ich finde es sehr schwer zu sagen. Also die erste natürlich, weil das erste Mal haut einen dann total um. Ja, aus dem so. Stand, das finde ich eben sehr gut, dass dann aus dem Stand vor allem die Charaktere und die Geschichten alles sehr schon formiert sind. Also Benedict Cumberbatch ist schon Sherlock, er muss sich nicht erst finden. Genau. Dann natürlich das erste Mal Moriarty rockt. Die Irene Adler-Folge fand ich fantastisch. Und das Ende ist einfach auch absolut großartig. Also da weiß ich jetzt nicht, wo meine Präferenzen sind. Es auch kommt mal drauf an, wie gesagt, je nachdem, die zweite Folge der ersten Staffel fand ich deutlich am schwächsten und die anderen haben jeder halt so einen gewissen Punkt, wo ich sagen könnte, die finde ich geil. Also rausheben kann man jetzt natürlich wegen dieses tollen oder wegen dieses sehr
weiß nicht, Reichenbach-Fälle, na gut, man weiß schon, was da passiert eigentlich so als Sherlock Holmes. Es wird ja auch komplett anders benutzt. Aber es ist so geil gemacht. Das ist so ein geiles Wortspiel dann auch noch. So, das weiß man, aber ist da einfach noch ein anderes Ding. Das ist eben nicht der Wasserfall. So, da können wir aber dann auch jetzt drüber reden, oder? Ja, ich würde sagen, lass uns das Ganze am Ende dann hinpacken, dass die Leute dann auch zeitig abschalten können, wenn wir dann Spekulat da hinten dran machen. Auch was jetzt in der dritten Folge der überhaupt passiert, worum es eigentlich geht. Das würde ich auch am Ende hinpacken, weil ich glaube, auch viele Leute, die den Cast jetzt nicht hören, haben Interesse, jetzt mal die Filme dann zu gucken. Und wenn wir jetzt mittendrin sozusagen dann einsteigen, dann machen sie einfach den Podcast aus und kommen nicht wieder zurück dann. Ja, das wollen wir ja nicht. Wollen wir eigentlich mal einen Podcast machen zu Fips Asmussen? Das können wir machen, ja. Kannst du mir nochmal deinen Lieblingswitz nennen, Uke, für den wir deportiert werden jetzt hier? Den man nur sagen kann, wenn man ein 75 Jahre alter Comedian ist. Ja, Uke und ich plus Gunnar und Ukes Freundin waren ja noch bei Fips Asmussen vor einigen Wochen in Kiel. Letzte Woche, Gregor. Ist es letzte Woche? Es war jetzt 9 Tage her. Ja, aber denk mal dran, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Ach so. Ja, das ist Monat. Ich muss immer in der Zukunft dann dort denken. Und wer Fips Asmussen nicht kennt, guckt euch einfach mal an. Flachwitz-Kanonade mit der Humormaschinengewehrkanone. Die Kassetten haben wir uns damals mal angehört. Humor-Paul. Es war großartig. Ganz ehrlich, absolut Respekt. Ne? Der hat das rausgehauen, wie ich am Stück. Der hat einmal 20 Minuten Pause gehabt und sonst pro Minute 4-5 Witze. Mindestens, ja. Das hat sich geschliffen über 50 Jahre Bühnenerfahrung. Das muss mal einen Moment gab's, wo er gesagt hat, ja, ihr lacht, lachen ist einfach, aber denkt euch die Scheiße erstmal aus. Oder hat er sein komisches regenbogenfarbenes Dingsen wieder angehabt? Ja, ja. Das ist ja Arbeitsklauen. Plus, er hat... Was beim Friseur? Den Prozess gewinnst du. Auch super, ja, super, wie er mit Leuten umgegangen ist, die einfach mal aufgestanden sind und hat jeden gleich so zu seinem Platz verwiesen hier. Ja? Jeder, der dort nicht da vernünftig dann agiert hat. Er hatte auch, er ist ja wirklich 75, hat ein Buch mit dabei gehabt, zur Not, falls da mal irgendein Gag vergessen wird oder so weiter, oder er wieder einen Faden finden muss. Er muss es aber nicht benutzen bei uns. Denn er hat wirklich 2,5 Stunden plus Programm dann gemacht. War das Publikum eher jung denn oder war es so durchmischt? Es war gemischt. Es war gemischt. Die da schon vor 40 Jahren dabei gewesen sind, auch junge. Hinter uns saßen so Leute, die waren fantastisch. Schönen Gruß, falls ihr gerade zuhört. Die immer 3 Sekunden später. Die haben immer eine Weile gebraucht, bis wir den Witz verstanden haben. Oh. Und dann haben sie so laut losgelacht. Das war toll. Meine Freundin hat sich gleichzeitig geschämt und amüsiert und dann nochmal darüber gelacht, dass sie gerade sich so darüber, nein, sie hat sich geschämt, dass sie gelacht hat und darüber hat sie dann nochmal gelacht. Ja. Gut. Falls ihr die Gelegenheit habt, dann schaut euch Fips Asmussen an, das muss man einmal dann selbst. Gut, das war eine kurze Mythenmetze-Abschweifung. Ja. Zurück zum Thema. Dann lasst uns einmal zu einer Neuinterpretation von Sherlock Holmes kommen, die vielleicht nicht ganz so auf dem Niveau ist, was wir jetzt von der BBC dort gehört haben. Elementary aus dem US-Fernsehen. Ich glaube, im letzten Jahr gestartet, eine ganze Staffel. Gibt es bisher... Preise gekriegt und so ein Krams, ne? Ja, Alter, aber heutzutage kriegt ja jeder Scheißpreise. Und für was, dass sie nicht abgesetzt wurden? Als es angekündigt... Ich habe noch keinen Grimme-Preis gekriegt. Als es angekündigt wurde, dachte ich so... Nein, ich nicht. Nee, stimmt, wir haben ja verloren. Grimme Online haben wir doch aber. Genau, Grimme Online für die Seite. Dass jetzt noch eine Serie angekündigt wird, wo Sherlock Holmes auch in der Neuzeit spielt, in New York, das war so das Erste, wo ich dachte, so, Alter, den fällt nichts mehr ein. Ja, und dann als Nächstes, Watson ist eine Frau, was vielleicht von der Idee her gut ist. Also du meinst Joan Watson. Joan Watson. Also es ist, aber es gibt ein paar Eckpunkte, die müssen bei Sherlock Holmes einfach dabei bleiben. Und ein Eckpunkt ist, Sherlock Holmes spielt in London. Sherlock Holmes gehört zu London, das gehört einfach zueinander. Ja gut, das wird ja da... Ja, aber das kannst du nicht nach New York packen. Das ist für mich das Erste. So, meinetwegen mach eine Jane Watson draus, aber dieses schon New York, das war's für mich. Und vor allem, warum musst du gerade was remaken, was gerade so gut läuft? Genau. Versteht man bei den Amis sowieso nicht. Es ist sehr schwierig. Also natürlich, die Amis haben eh eine Aversion gegenüber allem, was nicht in Amerika gedreht wurde, egal ob es auf Englisch ist aber oder nicht. Aber Dings ist ja auch für Amis nominiert gewesen und das halt, weißt du, wenn das so scheiße wäre. Element Sherlock. Oder was? Oder Elementary. Sherlock. Und deswegen ist es halt noch viel merkwürdiger. Also wenn die Amis das jetzt nicht... Es hat nichts gewonnen bei den Emmys, Sherlock? Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie... Also nicht, dieses Jahr jetzt oder letztes Jahr? Vor 2 Jahren oder so schon nominiert gewesen. Als beste Miniserie oder so. Also ich habe es dann das erste geguckt. Ich fand es total langweilig, aber ich habe ja schon gesagt, ich interessiere mich nicht für Krimis. Und deshalb kann ich nicht beurteilen, ob das vielleicht, wenn die jetzt nicht Sherlock Holmes und Joan Watson heißen würden, sondern Mr. Smith und Mrs.
Sugarbrack, so, ob, wenn das völlig andere Charaktere wären, ob das dann okay wäre. Nee, so, so fällt es einem einfach nur negativ. Das ist eine schlechte Krimiserie einfach. Auch, okay. auch nicht wirklich, ne? Also, was ich vorhin gesagt habe. Achso, sure. Dann in Richtung einfach solche, diese typischen Ami-TV-Krimiserien, die eben sehr auf ihr Gimmick oder sowas dort setzen. Wir haben ja über hier Dr. House gesprochen. Ne? Und du hattest im amerikanischen Fernsehen ja eher dann Charaktere, die auf Verhaltensweisen von Sherlock Holmes basieren, die dort adaptiert wurden. Sowas wie House hat echt gut funktioniert, weil du eben einen eigenständigen Charakter hattest, der in dieser amerikanisierten Umgebung dort reingepasst hat. Ja, gut, okay. Also ja, ey, ich habe die ersten paar Staffeln geguckt. Ich weiß nicht, wie später, ob es dann schlechter geworden ist oder nicht. Ich konnte das, für mich ist ja auch egal. Also ich persönlich, mir war es zu hart. Du musst, also, du hast ja schon gesagt. Ich mochte seine Charaktermomente, brauchte ich immer total gerne, wenn er diese Patienten abgefrühstückt hat, fand ich das super. Ja, man muss ein gewisses... Oh, er hat ein mytoplasmisches Genitom an seinem... Nein, das war Lupus. man muss schon eine gewisse ja, Freude an solchen Procedurals haben eben, wo dann eben du wirklich an der Mundanität des Krimi-Falllösens dann deinen Spaß dort hast, dass es nicht dann da rausbricht und der Charakter macht es dann eben. Ich habe mir im Anschluss, nachdem ich dann die BBC-Folgen gesehen habe, mal zum Vergleich diese erste Elementary-Folge dort angeguckt. Sherlock selbst wird gespielt von John D. Miller. Was war das? Sick Boy war es? Sick Boy. Der hat den Sick Boy gespielt in Trainspotting. Oder auch ganz berühmt, zuletzt musste ich mir das nochmal angucken für das Oculus Rift Special, der Hauptdarsteller von Hackers. Nein. Doch, er war der Typ, der mit Angelina Jolie in Hackers... Kann man die Folge vorspulen? Die finde ich nicht so gut. Ja, die skippen wir mal hier. Moment. Machen wir mal auf die nächste. Ups. Wie kommen wir ins Menü dann zusammen? Ja, Johnny Miller spielt dort den Sherlock. Joan Watson wird gespielt von... Lucy Liu, die auch nichts mehr gemacht hat, nachdem alle Kinofilme gefloppt sind in den letzten 10, 15 Jahren, nach den Charlie's Angels. Und... ganz ehrlich, also für so eine erste Folge, die mich mit den Charakteren bekannt machen, mit den Charakteren bekannt machen soll und ein vernünftiges, interessantes Mysterium oder mir so dort bieten soll, es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ne? Also das war irgendwie sehr Standard, sehr, guck mal, da ist wieder so ein exzentrischer Typ, es hätte auch Monk draufstehen können eigentlich. Ja. Nur, dass der Krimilöser ein bisschen exzentrisch ist, Honk hätte da draufstehen müssen. Auch der Fall, der dort gelöst wurde, war... In Frankreich dann Franck. Der Fall, der dort gelöst wurde, wurde ja auch noch mit 45 Minuten statt anderthalb Stunden wie bei dem UK-Fall umgehen, der war auch wirklich nicht besonders clever. Ich fand's auch nicht so geil. Kann ich an dieser Stelle vielleicht einen kurzen Tipp aussprechen? Für alle diejenigen, die sich am 31. Oktober in Hamburg aufhalten. Es gab vor einer Weile am englischen National Theatre eine Aufführung eines Stückes Frankenstein von Danny Boyle. Mhm. In der Hauptrolle Benedict Cumberbatch und wie heißt er? John Lee Miller. Die haben beide da drin gespielt. Das Interessante war, es ist Frankenstein. Sie haben sich an jedem Tag haben sie sich abgewechselt. Einmal hat Benedict Cumberbatch Frankenstein gespielt und einmal das Monster. Jeden Tag haben sie gewechselt. Jeden Tag. Das war, sehr interessant. Also einfach wirklich 1:1. Ja, wie ich immer, also ne, du kannst es zweimal gucken können, du hast eine andere Vorstellung gesehen. Er ist einfach immer gewechselt. Und das muss richtig, richtig geil gewesen sein. So geil, dass du eigentlich keine Tickets mehr gekriegt hast. Also ich wäre auch gerne hingegangen, ich habe keine Tickets gekriegt. Sie haben aber angefangen, drüben in England diese Sachen aufzuzeichnen, Theaterstücke aufzuzeichnen. Und die kriegst du nicht auf DVD, die kriegst du nur, die führen sich hin und wieder mal auf. Und am 31. Oktober läuft Sherlock im Savoy Theater, läuft Frankenstein im Savoy Theater, kostet 15 Euro und dann beide gezeigt oder? Nee, ist nur einer, ne? Also okay. Ich weiß jetzt nicht, wer da was spielt, also ist eben eine Vorstellung. Kostet auch unverschämterweise 15 Euro Eintritt. So. Weil es ein Theaterstück ist. Ja, weil es ja ein Theaterstück ist. Aber das Savoy hat das verdient. Ja, Support. Das ging dir ja nicht. Ich glaube, ich gehe auf jeden Fall hin. Das ist ganz komisch. Also ich habe schon gekauft vor ein paar Wochen. Es ist am 31. Oktober. Die Plätze waren schon fast alle ausverkauft. Aber nur für wen es interessiert. Also ich habe voll Bock, diese Performance zu sehen. Und es soll wie ich sehr geil sein. Ne? Danny Boyle, Regie. Also ja, da kommt schon einiges zusammen. So, wenn du jetzt gerade bei Tipps bist, dann muss ich auch noch einen Tipp aussprechen für Sherlock Holmes Fans. Und zwar möchte ich gerne allen Leuten, die gerne mal Krimis lesen, ans Herz legen von Mark Frost, The List of Seven. Oder im Deutschen nur 7. Das ist
eine Geschichte wie, also der Hauptcharakter in der Geschichte ist Sir Arthur Conan Doyle und er lernt halt jemanden kennen und das soll sozusagen erklären, wie Arthur Conan Doyle darauf gekommen ist, eine Geschichte über Sherlock Holmes zu schreiben. Mark Frost ist der Typ, der zum Beispiel Twin Peaks mitgeschrieben hat. Mark of Seven. The List of Seven. List of Seven gibt auch einen zweiten Teil, der ist nicht so gut. So, und der Charakter, auf dem Sherlock Holmes beruht, heißt Jack Sparks. Und mich wundert das, dass diese Geschichte, die, ohne jetzt was zu spoilen, ich glaube, die... Kannst du irgendwas sagen? Das ist schwierig. Die letzte, du zitterst schon. Ich lese ja nicht besonders gerne, aber die letzte Seite hat, glaube ich, das war so ein What-the-fuck-Moment, habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt, wie die letzte Seite einfach nur. Ja. Bist du fast mit dem Auto von der Autobahn abgekommen, als du gelesen beim Lesen, hast, ne? Ja. Nee, aber kann ich wirklich nur empfehlen, Geschichte total super. Also der, auf dem die Sherlock Holmes-Figur sozusagen fiktiv dann beruht, Jack Sparks, super. Und dass es immer noch nicht verfilmt, ist einfach eine Schande, weil das einfach so geil ist. Also, lesen. Ja, da sehen wir bald die Army-TV-Serienversion davon. Ey, von mir aus können die Briten da einen Sechsteiler draus machen. Spielt dann in New Jersey oder so. Nein. Hören Sie, Sie müssen mir helfen, Mr. Holmes. Alle sagen, Sie sind der Beste. Ohne Sie werde ich hier gehängt. Nein, Mr. Bewick, ganz und gar nicht. Hier werden Sie erschossen. Aber gut, wenn wir jetzt nichts mehr groß haben, können wir gerne mal ein bisschen in den spekulativen Part dieses Podcasts übergehen und ein bisschen was uns überlegen, weil die dritte Staffel wurde, soweit ich gerade aktuell gelesen habe, fertig abgedreht, ne, und sollte zumindest im besten Fall in den nächsten Monaten dort aufschlagen. Wer Sherlock Holmes noch gucken will, und das, glaube ich, sollte man natürlich, nachdem man diesen Podcast gehört hat und das noch nicht dann geschaut, sieht der nicht ein bisschen aus wie Christian gerade, der Schauspieler dort? Stimmt. Ja, unser ehemaliger Play-TV-Sprecher, wir lassen gerade noch eine Folge weiterlaufen. Wenn ihr Sherlock Holmes noch gucken wollt und es noch nicht gemacht hat, wir werden gleich in den Spoiler-Part übergehen und ein bisschen spekulieren, was so am Ende der zweiten Staffel passiert ist oder nicht. Wir würden euch auf jeden Fall empfehlen. Spekuläuler. Spoilertieren würden wir. Weil wir so gut spekulieren können, dass es schon praktisch Spoiler sind. Genau, und jetzt müsstet ihr eigentlich mehr als genug Gelegenheit gehabt haben, an den MP3-Player zu greifen, ein bisschen leiser zu machen, ja, gegebenenfalls vorzuspulen, 10 Minuten und so weiter. Okay, jetzt sind wir bereit, oder? Jetzt sind oder? Wir unter uns. Okay. Mann, der stirbt ja am Ende. Ja. Oh, jetzt habe ich es dann raus. Alle sterben am Ende, oder nicht? Ja, alle bis auf... Was? Das mit den Assassinen ist halt so geil, also mit den ganzen Attentätern am Ende, die dann wirklich überall sind in der dritten Folge. Ja, stimmt. Und sich überall aufgebaut haben, auf der anderen Straßenseite dann noch jemand. Ezio, Altair. Ja, Niko Bellic sah einer auch ein bisschen danach aus. Eine sehr, sehr verquerte Situation natürlich dort gewesen mit wie sagt man so, the stakes got higher and higher, sozusagen auf Englisch. Wurde immer Steak. die Stakes haben sich höher und höher gestapelt in der Wohnung von Sherlock Holmes. Steak. Also ich habe bei der letzten Natürlich Szene, stirbt er, hallo, das wissen wir doch schon seit 1890, das ist doch kein Spoilen. Die Folge heißt ja The Reichenbach Falls, ja. Und an dem Ort in der Schweiz, da stürzen die halt beide im Zweikampf, den Wasserfall runter. Und dann ist genau das, was Uke vorhin beschrieben hat, die Geschichte ist zu Ende, so, es gibt keinen Sherlock Holmes mehr, dann haben sich alle beschwert und dann holt er ihn halt wieder aus dem Kasten raus. Und dann wird klar, dass halt Moriarty gestorben ist, der taucht auch nie wieder auf in der Geschichte. Mhm. Deswegen kann man jetzt davon ausgehen, dass Moriarty auch seinen Tod nicht fingiert hat, sondern der ist halt einfach tot, aber Sherlock Holmes kommt wieder. Hat er auch einen nicht. Kopfschuss fingieren. Also. Ja, das ist klar, dass er denn nicht, das ist ja das Geile an dem Charakter, wenn er das fingiert hätte, wäre es irgendwie schwächer. Der ist so wütend, der will das so unbedingt, dass er sich selber umbringt, das würde den Charakter irgendwie. Das ist halt das, womit Sherlock Holmes auch nicht gerechnet hat in dem Moment. Genau, und ich meine, wir müssen davon ausgehen, dass, wie viele Folgen werden da noch kommen? Also vielleicht noch drei? Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Staffel jetzt die letzte ist. Ich denke es auch und eventuell machen sie. Glaube ich nicht. Ja. Du willst es nicht wahrhaben. Nee, weil die wurde schon mitgekauft mit der zweiten Staffel zusammen und ach die werden so. Garantiert noch eine danach also machen. Ich würde sagen, es könnte gut sein, dass noch eine kommt, aber das wird nicht ewig weitergehen. Nee, das geht auch nicht, weil sie sind ja, also so viele Geschichten gibt es erstmal nicht, worauf man das basieren kann und es wäre, glaube ich, sehr fahrlässig, wenn man anfängt, eigene Geschichten zu entwickeln, nur um die Figuren herum. Das stimmt, oder ich meine, weißt du, das ist das, was sie ja immer so toll können in England, also mit The Office und so weiter. Aufhören, die solange wissen, es geil wann, ist. Wann ist es vorbei, lass uns aufhören. Ja. Genau. Das sollten Amerikaner auch mal lernen und nicht so wie bei anderen Geschichten. Naja, alle Geschichten haben drunter zu leiden. Was ist gerade zu Ende gegangen? Dexter auch.
Habe ich nicht schwollen, ich habe es noch nicht gesehen. Nee, also ich habe mich mal reingelesen, was dort passiert. Ich werde nicht sagen, was dort passiert. Ich habe nur dann viel mitbekommen, dass alle den Qualitätsabfall beklagen seit Staffel Nummer 4. Ich wollte gerade sagen, in der letzten Staffel oder was, das schon seit der zweiten Staffel nicht mehr so richtig gut. Die zweite Staffel war die beste. Dafür hoffen wir dann, wir nehmen es ja auch vor dem Breaking Bad Finale. Das war meine Lieblingsfolge. Die vierte ist die beste. Bitte die lieber die mit John Lithgow. Trinity, ja. Ja gut, die war auch sehr gut, aber die zweite fand ich... Die nochmal, bitte lieber Seriengott, lass das Breaking Bad-Finale nicht schlecht sein. Diese Serie darf nicht posthum sozusagen scheiße gemacht werden wie Lost. Wie geil bitte, das wäre, wenn bitte, er irgendwie am Schluss auf der Lost-Insel vorbeiläuft. Hallo, hier! Einfach der Hund läuft so, ich bin... Hallo. Ich sehe gerade... Fuck you! So. Nee, ich sehe gerade nur so eine ganz schlecht, wo dann Bryan Cranston dann vor Greenscreen läuft und man blendet einfach die ganzen anderen TV-Serien rein und sagt, Admiral Adama, hey, was ist denn hier? Und dann... Alles drumherum. Also ich hoffe, dass es mit der Serie zumindest nicht passiert oder dass wenn wir er in der letzten Folge einfach ohne Sinn und Verstand von David Hasselhoff gespielt wird. Du meinst mit Anfang, die Rolle von Walter White wird jetzt gespielt von David Hasselhoff und das war's. Es wird nie wieder erwähnt. Einfach so. Und David Hasselhoff wird sich nicht die Haare deswegen rasieren und hat dem so eine ganz schlechte Baldcap drauf, wo ein bisschen dass das die Locken noch drüber gucken. Ihr habt mal komische Ideen. Nee, so. Also zumindest muss ja Sherlock irgendwie wieder zum Leben kommen, damit die dritte Staffel dann weitergeht, nachdem er sich vom... Man hat ihn ja aber schon Ende der dritten Staffel gesehen, zum Teufel. Er steht doch am Grab selber am Baum, als Dings ihn betrauert. Ja klar, aber wie wollen Sie das erklären, dass er wieder zum Leben gekommen ist? Ja, das scheint die einzige Erklärung für alle Fakten zu sein. Fatsch. Es ist eine mögliche Erklärung für einige der Fakten. Sie haben eine Lösung, die Ihnen zusagt, aber nur weil Sie alles ignorieren, das ihr offensichtlich widerspricht. Das, also man, zur Erklärung, die beiden stehen ja auf dem Hochhaus. Moriarty, erpresst Sherlock Holmes praktisch damit, sodass er sich selber... Ganz kurz, Tönes, wie lange hast du darüber nachgedacht? Worüber? Du gibst uns doch jetzt die Erklärung. Gar nicht lange, weil das Lustige ist, als ich das gesehen habe, wir haben das ja dann... Du bist mir übrigens 2 Wochen lang entfolgt auf Twitter... Weil ich, es war auch die beste Entscheidung. Ich war, ja, natürlich, Alter, der hat angefangen mit dem, ich werde nichts spoilen. Was? Das erste war, oh, die zweite Staffel fängt ja genau da an, wo die erste aufhört. Das war schon der erste Spoiler, das wollte ich überhaupt nicht wissen. So. Das will ich mich selber von überraschen lassen. Nein, ich habe nicht gespoilert. Nee, deshalb heißt das Spoiler-Markt. Ich war im Urlaub und konnte die halt geblockt habe ich dich. Auf BBC, ja, das, ja. Auf jeden Fall, nee, gar nicht lange. Das Lustige war, als ich die praktisch gesehen habe, die letzte Folge, davor hatte ich die Detective Conan geguckt. Und ja, nicht drüber lachen, weil es unglaublich ist. Hat es genau die gleiche Geschichte gehabt, oder? Genau was? Den Trick, den Sherlock Holmes gemacht hat, war in Detective Conan 1:1 genau dasselbe. Und du raus damit. Also das, was du spekulierst jedenfalls. Ja. Also wenn das nicht so ist, das wäre schon sehr, sehr merkwürdig. Raus damit. Also die beiden sind auf dem Dach oben drauf, ja, und Moriarty erpresst Sherlock Holmes von wegen hier, wenn du nicht springst und so weiter und so fort. Und dann erschießt Moriarty sich selber und Sherlock Holmes muss halt runterspringen. So, wie man halt von Sherlock Holmes weiß, er kann zwar viele Sachen, also das hat er vielleicht nicht so vorausgesehen, aber wusste halt, dass er auf jeden Fall springen muss. Also das gab keinen anderen Ausweg dafür. So, deswegen, es gab eine Szene davor, wo er mit Molly Harper die ganze Zeit rumquatscht, und da man halt die beiden eigentlich immer nur in Situationen erlebt hat, wo Sherlock Holmes Molly Harper extrem überlegen ist, mit ihr sehr schlecht umgeht, halt die Geschichte irgendwie zur Weihnachtsfeier und so weiter und so fort. Das war das Erste, wo die sich so ein bisschen angenähert haben oder man auf jeden Fall das Gefühl hatte, dass sie sich annähernd miteinander auch unterhalten. Und man sieht Sherlock Holmes die ganze Zeit mit so einem Squashball rumspielen, an die Wand dran. Und genau dieselbe Situation gab es in Detective Conan auch. Er hat die ganze Zeit mit so einem roten Ball rumgespielt. Und also das ist jetzt einfach nur spekulativ, dass Molly Harper und Sherlock Holmes halt, sich halt abgesprochen haben und das alles gestaged haben, was halt in dieser letzten Szene passiert. Das heißt, Watson kommt zu dem Haus hin, sieht, dass jemand von oben runterspringt. Man sieht ja auch Sherlock Holmes runterfallen. Dann wird er vom Fahrrad angefahren, verliert halt kurz das Bewusstsein, kommt zu der Szene hin, fühlt den Puls, Sherlock Holmes ist tot und so weiter, die Sache ist gegessen. So, was in der Szene halt passiert ist, der Fahrradfahrer, und das war alles abgesprochen, dass er halt Watson umfährt. Sherlock Holmes hat diesen Ball benutzt, mit dem er die ganze Zeit rumspielt, wenn man sich so einen Ball, sowas bei Detective Conan, unter den Arm klemmt, unter den Armpit, festdrückt, wird die Blutzufuhr halt zum abgeschnitten vom Arm. Das heißt, er konnte den Puls nicht fühlen. Und da er in dieser Situation gestresst war, hat er halt nicht am Hals gefühlt, sondern an der Hand einfach auch. Also weil er auch Glück gehabt, dass er an der Hand gespürt hat. Das war mal bei Uri Geller. Bei Uri Geller hat das jemand auch mal so gemacht. Da war mal auch so jemand, der gesagt hat, oh nein, der Puls ist weg, ah, hier, da habe ich gelesen, ja. Ja, und das ist halt der Trick. Und das andere, halt
da war ja noch dieser Wagen da unten und wie er dann erst praktisch müsste eigentlich jetzt. Ja, aber wie ist er runtergefallen? Er ist runtergesprungen auf diesen Wagen drauf, der da unten stand. So Ezio-Style oder was? Genau. Wie, da war irgendwie was drin, irgendwie so, oder was? Ja, also das ist halt das, wodurch sein Fall wahrscheinlich ab. Das ist jetzt halt, was man nicht so nachvollziehen kann. Auf jeden Fall ist das alles gestaged gewesen. Er musste es ja ohnehin so oder so machen. Moriarty hätte das dann halt auch in dem Moment nicht richtig gesehen. Genau, okay, gesehen. Er hätte jetzt in diesen Wagen reinspringen können, wo dann, was weiß ich, Matratzen drin genau, sind. Genau, so, danach fällt er dann runter von dem Wagen, sag ich jetzt einfach mal, bleibt da liegen halt, mit dem Ball die Geschichte. Aber Moriarty hat das doch gesehen. Das ist eben gerade die Frage. Also wie viel Sherlock Holmes, weil er so schlau ist, halt von vornherein geplant hätte. Ob Moriarty denn nun runtergeguckt hätte und ob das genügt hätte dafür. Ja, das ist die Erklärung auf jeden Fall. So ja, das mit dem Ball, glaube ich, das habe ich tatsächlich auch gedacht, weil das hatte ich nämlich bei Who is going to be the next Uri Geller, hatte ich das auch mal gesehen. So nur gute Sachen als Referenz heute. Wie ist nochmal der Vincent Sieger davon? Vincent Raven. Also sich ein Rabe unter die Arme geklemmt. Weißt du, was das Schlimme ist? Wenn dann die deutsche Adaption von Sherlock kommt, wird Sherlock von Vincent Raven gespielt. Oder von Daniel Brühl. Das kann auch sein, aber als Lauda ist er sehr gut. Auf jeden Fall, das ist schon mal eine Sache, die so fix ist. Man hat ja auch gesehen, dass Sherlock Holmes auf jeden Fall überlebt hat und das muss auch einigermaßen gut erklärt werden. Wie das jetzt ist mit dem Wagen, wo er raufgesprungen ist und so weiter. Ich glaube, da sind die Schreiberlinge schon schlau genug, dass sie halt eine coole Erklärung für finden. Und das wird dann bestimmt auch nochmal gezeigt, wie es passiert ist. Ich glaube nicht, dass sie das so offen lassen. Natürlich wird es gezeigt, da wird es so dann erklärt und dann ist sie ganz schnell in Schnitten und weggeschoben. Und was wir auch sehen werden, ist eine Hochzeit, habe ich gelesen. Ja, und zwar die erste Folge ist dann halt The Empty House oder beziehungsweise die englische Folge heißt dann The Empty Hearse, also der leere Leichenwagen. Und das müsste eigentlich, wenn es nach der Originalgeschichte ist, so sein, dass Watson eigentlich die ganze Zeit die Hauptrolle spielt. Und er wird von einem anderen Bösewicht, der halt auch im Buch oder in den Büchern drin vorkommt, das ist Colonel Sebastian Maron, nee, Marson, irgendwie sowas, Moran, genau, Sebastian Moran. Das ist halt der zweithöchste Bösewicht in Londons Unterwelt. So, und der will oder jetzt oder jetzt der erstgrößte Bösewicht. Ja, jetzt auf jeden Fall der erstgrößte. Und der will halt dann Sherlock Holmes an die Wäsche. Wie das jetzt in der Geschichte umgemünzt wird. Wie an die Wäsche. Also er will ihn halt ausknipsen. Ach so, ich den dachte, Toten, er will ihm Sherlock an die Wäsche. Nee. Nein, Watson. Watson an die Wäsche. Nein, er will Watson ausknipsen. So, und The Empty House ist dann halt das Haus, wo Sherlock Holmes sich dann sozusagen aufhält. Aufhält, während er den Toten mimt. Genau, während er den Toten mimt, aber auch gleichzeitig weiß, dass jemand anders das auf Watson abgesehen hat und dann dagegen also interveniert. Dann es wird wahrscheinlich dann so sein in der ersten Folge dann, dass Watson gar nicht weiß, dass Sherlock Holmes dann am Leben ist. Wahrscheinlich genau. Erst gegen Ende hin steht er dann vor. Also so ist es in der richtigen okay, Geschichte. Okay, dann weiß ich schon, wie die letzte Szene in der ersten Folge aussehen will. Dann steht er auf einmal dann Sherlock Holmes vor Watson und dann sagt er Holmes und dann Schwarzcut. Und dann geht's in der zweiten Oder Folge er haut ihm eine rein, weil er so sauer auf ihn ist. Achso, dann Schwarzblende und man hört den Schlag nur. Das machen sie ganz gerne, ja. So, das ist die erste Nicht Folge schlecht, auf jeden Fall. Und das, was du mit der Hochzeit meintest, ist natürlich die Hochzeit von Watson. Auf jeden Fall, ja. Weil die zweite Geschichte ist dann Sign of Three, heißt die. Im Original heißt sie Sign of Four. Und das ist, wo Mary Marston drin vorkommt. Und das ja kennt man ja auch schon aus den Sherlock Holmes Filmen. Das ist dann halt in den beiden Filmen von Guy Ritchie ist das Kelly Reilly. Und die ist dann natürlich später dann Miss Watson. Deswegen, die taucht da auf jeden Fall auf und spielt dann deswegen Wedding. Ich weiß nicht, ob das jetzt da gleich zur Hochzeit kommt und so weiter und so fort. Aber das sind auf jeden Fall die beiden Charaktere, die halt dazukommen dann. Halt der Bösewicht und sie. Ja, ich glaube, die schreiben das eher um, dass dann Watson und Holmes heiraten am Ende von der dritten Staffel. Ja, man was. Muss ja auch die Fangirls, die Cumberbitches ein wenig Bauchpinseln. Aber ich glaube, dass die Geschichten auch so also qualitativ bestimmt genauso gut sind wie die anderen. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwelche Abstriche gemacht werden. Wäre es nicht so, also so erfolgreich wie Cumberbatch jetzt geworden ist, und Martin Freeman natürlich auch hier mit Der Hobbit und allem drum und dran, dass die aber immer noch natürlich die, in Anführungsstrichen, das kleinere britische Fernsehen sozusagen weitermachen? Nee. Also ich glaube, das hatte ich jetzt auch heute, hatte ich in diesem Interview gelesen oder in diesem Artikel über ihn. Seine Eltern, also Cumberbatch-Eltern sind, glaube ich, beide Schauspieler und haben ihrem Sohn eine richtig teure Ausbildung oder eine richtig teure Schule bezahlt, weil sie nicht wollten, dass er Schauspieler wird, sondern dass er was Ordentliches macht. Und er ist sofort auf eine Schauspielschule gegangen. Der hatte einfach Bock drauf. Der will das auf jeden Fall. Und er hat selber auch gesagt, also ihm tat es schon wieder total leid, dass es vorbei war.
So, Sherlock Holmes, meinst du? Ja, nach dem Abdrehen der dritten Staffel. Ja, aber er ist ja schuld, nach der dritten, weil er ist ja eigentlich mit Martin Freeman schuld dran gewesen, dass die zweite Staffel jetzt schon über ein Jahr ausgesetzt wurde. Ich glaube, dass der Typ, also so ein Schauspieler wie er, dass der da einfach unfassbar Bock drauf hat und das ist kackegal, ob du jetzt irgendwie in größeren Filmen mitspielst und Schmauk spielt er ja auch, ne? Ja, spielt ja auch noch jemand anderen in The Hobbit. Necromancer irgendwas? Ja. Ist er auch oder was? Ja. Auch was. So, und Spoiler, Gregor. Ich habe IMDb gelesen. Und ja, und im nächsten Star Wars, ja, geht es ja auch schon darum, dass er irgendwie was spielt. Was? Auch noch? Sherlock Skywalker. Ja. Mit mehr Lensflair. Nein, der, du weißt ja. Der hat überhaupt keinen Lightsaber mehr, der hat Lensflair. Sherlock Skywalker Power. Und der Sohn von Han Solo, Jens Flair. Oh Gott, Alter. Der will das auf jeden Fall machen. Also A ist es das Ding, das ihn groß gemacht hat. Er weiß, dass die Leute das mögen. Und er hatte auch, glaube ich, unfassbar viel Spaß dran. Weil das ist keine einfache Rolle. Und ich glaube, der mag einfach gerne mal eine Herausforderung. Und ich glaube jetzt, dass das hier sein Star Trek-Typ, das ist für ihn, das schüttelt er so aus dem Ärmel. Das war jetzt nicht das... Ne? Der war auch schon... Ich würde den als... Wir sind ja schon im Spoiler-Teil. Ich würde den als so eine Art... Das war ja so eine Art böser Sherlock. Ja, aber er war nicht so richtig, also ich hätte mir das noch ein bisschen fieser vorgestellt. Ja, der war ein bisschen verschenkt an einigen Stellen. Ja, es ist ja immer noch, ich dachte, okay, es ist sehr ähnlich an Sherlock, aber es ist ein bisschen einfacher und der ist einfach in böse. Ist aber auch ein super, super intelligenter Charakter, nur eben mit einer ganz anderen Moral. So, und deshalb, das ist für den, das schüttelt er so aus dem Ärmel. Und das ist, glaube ich, hier für ihn immer noch ein bisschen eine Herausforderung. Glaubst du wirklich? Ja, natürlich, das hat er auch gesagt, das ist schwierig. Sherlock sagt, das ist schwierig. Und da hat der Bock drauf, der will das machen. Nee, ich finde das nur halt, du hast drei Staffeln gespielt, das sind ja gut, das sind jetzt nicht so viele davon, aber wenn du den Charakter schon so inne hast, du darfst aus dem Charakter ja jetzt nicht ausbrechen. Weißt, er kann ihn ja nicht verändern. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass die Schauspieler, dass die Autoren da natürlich auch mit arbeiten, die werden den immer wieder fordern. Und weißt du, wenn der so an so emotionale Momente kommt, wie, haben wir jetzt schon dreimal drüber geredet, mit dieser Friend-Sache, dass er zugeben muss, dass er einen Freund hat. Das ist schwer zu spielen, das ist hart und da musst du erstmal rankommen. Damit es glaubwürdig ist. Ja, und für dich selber, also als Schauspieler, du spürst das ja, was du spielst. Das ist schon hart. So, der muss das so empfinden, was er da gerade tut. Das ist nicht einfach, das kann dich auch weghauen. Und wenn der Ehrgeiz, also so wie er sich als Schauspieler so anhört, dass er auch speziell so herausgefordert werden will, dann, er wird für mein Gefühl vielleicht der Letzte sein, der sich dann wohl in einer Rolle fühlt. Und dann sagt, okay, jetzt habe ich das ausgelotet, jetzt weiß ich ganz genau, wie ich den spielen kann. Wenn dann auch die Autoren mit zusammen dann arbeiten, glaube ich, ist es, also diese Herausforderung und die Veränderung zu finden, auch für den Cumberbatch ganz spannend. Ja, und ohne, dass ich was gegen Martin Freeman sagen will, weil ich mag den sehr gerne, der spielt schon immer sehr ähnlich. Der hat also in den Interviews gesagt zu The Office, dass er immer aufpassen musste, weil er einfach immer zu doll spielt. Der macht viel zu viel mit seinem Gesicht. Der macht immer hier, kratzt sich so am Kopf. Deshalb sage ich so Oliver Hardy. Der macht immer ein bisschen zu groß. Das macht er auch als Bilbo, macht er das auch. Ist immer ein bisschen, ist immer so ein bisschen mit Gesicht. Der verändert sich nicht so doll, wie sich der Cumberbatch verändert. Das ist gar nicht so. Ich mag schon gerne, was der macht, schön, aber das ist jetzt nicht die größte Schauspielerin. Jetzt, wo du es sagst und wie wir es ohne Ton vor allem hören, wir sehen dann eben, wie Martin Freeman gleich so das Gesicht verknautscht am Ende und hier von Sherlock siehst du einfach nur ein bisschen mit den Augen und das nicht so viel. Das ist auch völlig okay. Ich finde, das ist alles völlig in Ordnung. Das passt ja auch, ne? Wie er blinzelt, aber guck dir mal an, wie er Tim spielt in The Office. Ja, das ist genauso. Was ich komisch finde, ist, dass Martin Freeman ist jetzt ja schon länger auf der Bildfläche. Wir haben ja auch gerade gesagt, er spielt jetzt irgendwie Bilbo Beutlin und so weiter und so fort. Und bei dem hat man nicht das Gefühl, dass er so verheizt wird, obwohl er so viel Rollen spielt. Bei Cumberbatch habe ich jetzt so ein bisschen Angst davor, dass er einfach zu viel Kram annimmt. Also weißt du, ob er nun Smaug spielt und den Necromancer oder irgendwie Eiche knarrt, interessiert glaube ich keinen, weil das nicht so präsent ist. Oder jetzt auch Eiche knarrt? Bei Star Trek irgendwie jetzt sind wir im Spoiler-Teil, ne? Ja, aber du musst jetzt nicht Star Trek auch noch spoilern. Okay, ja, ich glaube aber, also das, was ich eben gelesen habe, über wo er Julian Assange spielt, ich glaube, du verheizt dich nur, wenn du einfach immer denselben Charakter. Ja, oder ich meine. Okay, du gewöhnst dich an Gesicht. Wenn du 72 Mal Joko und Klaas siehst, irgendwann hast du keine Lust mehr. So, aber ich glaube, das Problem ergibt sich bei ihm erstmal, jetzt wahrscheinlich erstmal noch nicht, weil er einfach
wie ich so unterschiedliche Sachen spiele. Ich meinte halt, wie selektiv wählst du die Rollen aus? Also weißt du, Assange, klar, das ist eine derbe Herausforderung, erstmal wegen des Charakters so und weil es halt so eine publike Person ist. Aber Smaug und so, da hätte ich jetzt gesagt, so, ach, lass ihn doch, das kann doch jemand anders spielen. Warum muss jetzt Cumberbatch das auch noch machen? Weil er Bock hat. Ja, das ist halt die Frage. Macht das, weil er wirklich Bock drauf hat? So, was ist das für eine Herausforderung für ihn? Ich weiß ja, das ist, glaube ich, Alter. Herr Tövs, können Sie mal kurz ans Telefon kommen? Spiel mal mit. Ja. Herr Tövs, ich hätte hier eine Filmrolle für Sie. Hätten Sie Lust, Smaug zu spielen im neuen Hobbit-Film? Das Geile wäre, ich wüsste nicht mehr, wer Smaug ist am Anfang. Aber ich sag mal ja. So, natürlich, das ist der Drache. Nein. Ja, klar, das ist schon... Also, wenn, ja. Entschuldigung, wenn man... Oder? Ich weiß nicht, wer würde denn das ablehnen? Also, deswegen ja. Meine ich ja mit selektiver... Also, weißt du, wenn du halt die Möglichkeit hast, so eine Herausforderung für ihn und er überlegt dann so, Herr Smaug, so, das ist ja ein digitaler Drache, so... Ja, aber komm, so also du gehst aber auch dann... Ich glaube nicht, dass, wenn du Schauspieler bist und so ein Ehrgeiz hast, dass du nur nach der Herausforderung immer dann dort gehst. Wenn du Bock auf eine Rolle hast oder Bock hast, irgendwas zu machen, dann wirst du es dann auch tun. Na, und aber es stimmt schon, der ist tatsächlich in vielen Filmen jetzt demnächst. Ja. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, ich mache mir da keine Sorgen. Also es wird auf jeden Fall, selbst wenn er im Moment so überpräsent ist und das der einzige Nachteil, der dadurch passieren kann, ist eben, dass die Leute irgendwann mal gesättigt sind von seinem Gesicht genau und seiner Art zu spielen, dass er dann weniger Filmrollen dann bekommt und das einen negativen Effekt auf seine Schauspielqualität oder sowas hat. Das ist ja das Einzige, womit du dann rechnen müsstest. Ich glaube, selbst für solche Sachen wie Sherlock würden wir den immer wieder mal zu sehen bekommen oder jedenfalls in der Art, ne? Und wir alle würden ja auch sagen, so cool Sherlock auch ist, wenn dann die dritte Staffel vorbei ist oder vielleicht noch eine vierte dazu ist, ich glaube, das kann auch für sich dann so stehen. Das muss ich jetzt nicht für die nächsten 20 Jahre in Fernsehfilmen dann gucken. Auf jeden Fall. Nee, muss überhaupt nicht. Ja, das ist dann immer, was dann danach kommt. Bei Luther war das jetzt auch so. Jetzt sind halt 3 Staffeln rum. Also jetzt wird davon gesprochen, noch einen Kinofilm zu machen, so, aber die Serie ist erstmal beendet. Und ich finde, sowas ist gar nicht so schlecht oder so ähnlich wie bei ist noch nicht auf Netflix, oder? Luther ist noch die dritte nicht Staffel? Auf Netflix, glaube ich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Dritte Staffel? Die Box irgendwie zu Hause. Gute Serie übrigens. Habe ich auch geguckt, hat mir der bei dir empfohlen. Ich fand's okay. Es hat mich nachher total genervt, dass sie sich immer gegenseitig so doll analysieren müssen und sich gegenseitig immer sagen, was sie gerade fühlen. Ist mir echt auf den Sack gegangen nach einer Weile. Sonst vom Stil her ist halt die Serie, also Sherlock, auch echt ziemlich cool. Ich frage mich, wenn man das jetzt in 5 Jahren guckt, ob die dann immer noch so geil ist oder ob man ja, ich glaube, es gibt, glaube ich, bestimmte Sachen, die nicht altern. Und was nicht altert, ist eben dieses Schauspielerische, dieses, was einfach seit 2000 Jahren schon funktioniert. Dieses Charakterentwicklung, Spielen, das altert nicht. Und vor allem, was wir am Anfang erwähnt haben, dass also visuell ist das mittlerweile auf einem Stand gekommen, dass du auch in Jahren das noch gucken kannst, ohne dass es jetzt wie die 90er-Jahre-Sachen aus England dann altbacken anfühlt. Ja, ja, vielleicht, also, wenn wir alle 4000 und nur noch in 3D sehen wollen, aber ich glaube, dass diese alleine dieses Schauspielgedöns kannst du einfach also nicht machen. Was dann auch natürlich, nee, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, den ich machen wollte. Ich hatte gerade einen ganz tollen Punkt, aber ich habe ihn vergessen, weil die gerade so drumherum sind. Vielleicht fällt er mir noch ein. Vielleicht aber auch nicht. Aber es kann auch sein, dass so eine Sachen irgendwie dann auch nach einer Zeit irgendwie als Selbstpersiflage gesehen werden. Weißt du, das ist einfach so unfreiwillig komisch, wie viele andere Serien. Entschuldige, jetzt habe ich den Punkt dann wieder dort. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die einfach nie altern. Also das Einzige, was... Es gibt Filme aus den 20er Jahren, 30er Jahren, die du immer noch gucken kannst. Ja, ja, klar. Gut, so. Das Einzige, was problematisch werden konnte, und da ist mir der Punkt wieder eingefallen, ist es natürlich, wenn Sachen, die Sherlock Holmes jetzt hier durch die Darstellung, durch die Art des Schauspiels, durch den Wortwitz oder sowas vorgelegt hat, dass es jetzt so imitiert und kopiert wird in späteren Werken, dass es im Nachhinein dann, wenn du, was weiß ich, viele Jahre später wieder zurückgehst, wieder dahin gehst, das kenne ich ja alle schon und das ist jetzt nicht so, wie ich es da und da kenne, das einfach dadurch, durch die Übersättigung, dass irgendwann so wirkt, dass es altbacken ist. Genau, weil alle es kopieren. Also ja, von daher ist es gut, dass Elementary halt eigentlich nicht so gemacht wurde wie das hier. Das wäre halt sehr schön. Also Elementary ist eben wirklich ein sehr ideales Beispiel dafür, wie so der gleiche Ausgangspunkt amerikanisiert dann wird. Weil das fühlt sich alles sehr nach Komitee an. Es wurde nach Komitee entschieden, wie was dort so funktionieren. Ja, dann das Gute ist, es ist eigenständig. Das Schlechte ist, die Serie ist schlecht. Hey, ich urteile jetzt ja auch nur von der ersten Folge aus gesehen. Also es kann sein, nachdem nicht jede Serie ist aus dem Stand dann auf dem Qualitätsniveau, wo sie ist, ne, das da noch angezogen hat und es da vielleicht besseres Mysterium, bessere Charakterinteraktionen dann gewesen sind. Aber wenn es da weiter eben auf CSI Miami-Niveau dann läuft, dann brauche ich es auch nicht gucken. Hm. Ich glaube, ich habe mich schon wieder erkältet im Flugzeug. Schon wieder? Hast du das Fenster offen gelassen in Düsseldorf? Das Leben des Jetsetters.
Naja, vielleicht hast du Klimaanlage. Auch noch, du hast noch zu viel Düssel drauf in deinem System. Jedes Mal, ich spüre die Erkältung nah an. Wie ätzend. Ist nicht gut. Aber gut, dann können wir ja, glaube ich, an dieser Stelle auch gut diesen Podcast beenden. Warte, lass mich ganz kurz gucken, ob ich alles abgehakt habe, was ich sagen wollte. Hast du alles? Mach mal deine Liste einmal kurz durchgucken. Ist da auch noch eine schöne andere Liste noch mit dabei? Irgendwie Einkaufssachen oder so? Achso, der Stift ist ein bisschen kaputt. Ja, ich dachte, er hat gerade dein Sofa angemalt. Naja, es hat die gleiche Farbe wie der Stift ungefähr. Also, hat einer von euch mal diese Sherlock Holmes Computerspiele gespielt? Ja. Welche denn meinst du? So Sherlock Holmes gegen Dracula oder wie sie heißt. Achso, nein. Also diese, ich habe ein bisschen aus den 90ern die PC-Sachen mir mal angeguckt. Das war so Point and Clicks. Das ja, jetzt aber, auch noch. Das auf der Xbox ist, doch. Der Testament of Sherlock also Holmes ich, und so. Ich habe die mir auch vor etlicher Zeit auf Steam geholt. Das aber diesen moderneren, die vor 3-4 Jahren rausgekommen sind. Jack die habe ich Ripper jetzt nicht gespielt. So. Ich hatte so vor etlichen Jahren mal das auf dem PC Mitte der 90er gespielt, so klassisch Point and Click ist es gewesen, aber es ist schon so lange her, dass ich leider nicht mehr wirklich präsent habe. Sega Mega CD, Sherlock Holmes Consulting Detective. Das gab es auch, genau, mit Voice Acting, glaube ich sogar. Ja, auch richtig mit so digitalisierten Figuren. So. Nee, aber die neueren habe ich mir nicht angeguckt. Es gibt aber wirklich ein halbes Dutzend oder ein ganzes Dutzend an dieser Sachen, die auch Sherlock Holmes gegen Arsène Lupin oder was weiß ich da. Der ist ja Public Domain, also den kannst du ja benutzen einfach. Ja? Echt, wirklich? Naja, also muss. Er ist über 100 Jahre alt. Aber also, es ist nicht so auch wie mit Edgar Rice Burroughs, dass der immer wieder Tarzan darf ja auch nicht so benutzt werden. Ich wollte gerade drüber nachdenken. Du hast völlig recht, weil im Grunde, da gibt es ja immer mal so Erbengemeinschaften, die da noch hinterstehen. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da speziell solche Sachen, wo ein Estate sozusagen das, ja, dahinter steht, dass also, die auch solche Copyright-Sachen verlängern können. Rein theoretisch. Also sonst kann ich mir nicht erklären, aber ich würde mir aber auch sonst nicht erklären, und das müsste ja ultra viel an Lizenzkosten kosten. Eben, dann gäbe es nicht so viele verschiedene Adaptionen dieser Geschichte. Das ist ja das Ding, so diese teilweise, ich sag's mal, das sind ja Billig-Adventures, so, ja, die dann eben mit einem großen Namen aufwarten können, den können sie sich ja sonst nicht leisten. Also, aber so billig sind die auch nicht. Alleine so wie, das sind ja auch völlig vollkommen vertont. Ja, aber ne, also schon billiger jetzt als. Ja, ist kein AAA-Titel. Weißt du, was das. Also die lustigste Szene aus einem dieser Adventures, die hatte mir der Pepper vor Zeiten dort mal gezeigt. Es gibt ein Sherlock Holmes-Spiel, wo du aus der Ego-Perspektive, glaube ich, spielst, und Watson läuft dir als NPC hinterher. Und das Ding ist, die haben so einen Algorithmus geschrieben, dass Watson, egal wo er steht, sobald du dich umdrehst, dass er hinter dir auftaucht. Ja, also als ob er irgendwie so ein Geist wäre, der immer hinter dir ist. Also kann er, du gehst irgendwo hin, drehst dich um, Watson steht neben dir, ja? Du drehst dich wieder herum, gehst in die andere Ecke und einmal ist Watson dort neben der Ecke. Das ist so, wirkt, als ob es irgendwie so ein Geist aus der anderen Welt ist, der dich stalkt, einfach weil der Algorithmus so geschrieben ist. Da gibt es so ein ganz spooky Video auf YouTube, wo einfach du Watson der Stalker oder sowas. Oh Gott, da ist er schon wieder. Das hört sich an wie bei Aliens mit deinen Koop-Charakteren. Das ist Beyond to Watsons oder so. Beyond to Watsons. Ist auch fantastisch, aber länger gespielt habe ich die jetzt hier nicht. Ich habe eher dann, ich wollte mal das Detective Conan-Spiel mal spielen, was du mir gegeben hast, ne, auf der PS2, aber mein Japanisch ist leider ein bisschen eingerostet. Der Mann hat an seinem Finger gelutscht, als er das erste Mal aus der Toilette kam. So, Detective Conan selbst, wir hatten es ja ein bisschen schon angesprochen, natürlich der Charakter basiert ja auf hier Arthur Conan Doyle, deshalb ja auch Conan Edogawa und so weiter, mit dem anderen Gimmick, dass der Shinichi Kudo durch ein Virus klein geworden ist, eigentlich ein Teenager mit Meister... Hast du überhaupt irgendwann mal eine Folge gesehen, Uke? Wovon redest du? Detective Conan. Das ist eine Manga- oder Anime-Serie, Detective Conan. Es gibt ein ich Teenager... Ich habe das Gefühl, dass ich auf einmal eure Sprache nicht mehr spreche. Ein Teenager-Detektiv, der Shinichi Kudo, der ist wirklich so brillant wie Sherlock Holmes, ja, ist mit seiner Freundin Ran dort irgendwie unterwegs, und dann wird er von der schwarzen Organisation, oder wie heißt sie, weil er zu nah dran an irgendeinem Geheimnis rankommt, ein experimentelles Gift wird ihm verabreicht, und die wollten ihn eigentlich töten. Was das Gift aber dann macht, ist seinen Körper schrumpfen lassen. Von einem Teenager, also von einem 17-Jährigen, in den Körper eines 10-Jährigen. Ja, aber er hat immer noch den Intellekt. Was? Der hat als 10-Jähriger immer noch den Intellekt eines 17-Jährigen? Ja, ja, also nur der, genau. Aber, ja, aber der Körper eines 10-Jährigen. Und er holt sich seinen... Hätte Gregor mir das so erzählt, hätte ich die Serie nicht geguckt. Ich glaube auch nicht. Und seine Freundin verlässt ihn dann? Nee, sie weiß es nicht. Sie denkt immer, er wäre dann irgendwo dann kurz im Urlaub oder ist dann ganz weit weg. Haben sie jetzt schon seit einer Weile nicht mehr gesehen? Ja, seit 20 Jahren ungefähr nicht mehr. Ja. Oder wie lange läuft die Serie mittlerweile? Nein, aber warte, es wird ja besser. Ja, also in seinem 10-jährigen Ich, da nennt sich der Shinichi Kudo, braucht einen neuen Namen und sagt, ho, wie könnte ich mich nennen? Oh, da ist ja ein Buch von Arthur Conan Doyle, ich nehme mich Conan. Also Doyle.
Ja, Doyle wäre wahrscheinlich auch gepasst. Aber Nancy Conan zieht dann als kleines Kind bei seiner Freundin und deren Vater ein, der natürlich ein Detektiv ist, aber der schlechteste Detektiv überhaupt. Ja, und du musst sehen, die ganzen Fälle werden dann dort gelöst, dass er den großen Detektiv zum Einschlafen bringt und dann mit einer modifizierten Fliege, wo er Stimmverzerrer machen kann, sozusagen die Fälle löst für die alten Typen. Und er wohnt bei der Freundin im Haus und die hat das ja nicht mehr. Ja, die hat es immer noch nicht gemerkt. Ja, das ist ein bisschen so Lois Lane Superman-Style. Dass ich nicht lache. Das wird ja immer abstruser hier. Ist trotzdem super, weil das ist genau dieser Punkt wieder. Man kann irgendwie mitraten. Du kriegst ja immer bestimmte Sachen mit, so in der Serie, und du kannst dann immer mitraten, wer der Täter ist. Meistens dann irgendwie pro Fall. Also die Fälle sind sehr, sehr. Ja, ich hab's immer sehr gerne geschaut. Es gibt 600 plus Folgen. Welches? 6? Nee, warte mal, 710 sind die 710 jetzt mittlerweile. Welches dramaturgische Mittel ist es denn, dass er jetzt 10 Jahre nur noch alt ist? Das scheint mir jetzt völlig irrelevant zu sein. Na, ich glaube, es ist mehr ein Gimmick, dass er 10 Jahre alt ist, dass du diese ganz spezielle Situation mit dem, dass er immer über ein Surrogat die Fälle dann lösen muss, weil er kann als Junge ja nicht hier sehen und ich bin der 10-jährige Detektiv. Als 17-Jähriger auch nicht. Doch, als 17-Jähriger. Warum ist er nicht gleich 10 Jahre alt und die Freundin ist auch 10? Beide sind 15. Dann gäbe es nicht die übergreifende Geschichte. Dann, es ist jetzt aber versau uns das doch nicht. Jetzt versau uns das wirklich nicht. Das macht einfach keinen Sinn. Ihr verkauft mir das echt nicht besonders gut. Ja. Du musst vielleicht mal eine oder zwei Folgen gucken, weil an sich ich glaub, sind wir haben die schon verloren. Mysterien und die Geschichte und auch die Games, die dazu gemacht werden, immer recht interessant gewesen. Also ich habe mir auf jeden Fall die Filme angeschaut. Gibt es ja so 12, 13 Kinofilme, 700 plus Folgen. Ich glaube, es sind schon 16 Kinofilme. Es sind schon 16 Kinofilme mittlerweile. Und an die 40, 50 Mangas. Muss ich auch sagen, ich bin großer Fan der Conan-TV-Serie speziell und habe die immer sehr gern geschaut früher, als ich noch nicht so viel arbeiten musste an der Uni. Alle Folgen gesehen. Ich mag das total gerne. Das ist sehr, sehr schön. Können wir empfehlen für Leute, die hier vielleicht dann schon alle Sherlock-Folgen von BBC dann geschaut haben. Und nichts dagegen haben, wenn dann mal das Konzept ein bisschen hanebüchen ist. Ukes Gesicht jetzt sehen könnte, wie angewidert er ist. Ja. Gut, dann bringen wir das mal zu einem vernünftigen Abschluss. Das wäre es dann für den Start der neuen Staffel des Plauschangriffs gewesen, ja, mit einem erquickenden Filmthema. Marc, du wirst auf jeden Fall auch im Bälde dann wieder zurückkommen, wenn wir endlich mal den lang aufgeschobenen, aber nicht aufgehobenen Podcast zu einer ganz bekannten Konsole, die dann, hat sie kürzlich ein Jubiläum gefeiert oder nicht? Jede ganz, Konsole, ne? Hat jedes Jahr ein Jubiläum. Eigentlich schon, ne? Aber wir haben ja eh Nintendo-Konsolen immer einmal pro Jahr zumindest bequatscht. Und jetzt dran ist er der gute alte GameCube, ja, mit dem Griff zum Wegschmeißen. Ach, der GameCube. Na, 3 Spiele, die sich lohnen, aber ansonsten war es nett. 4 Spiele? Also Pikmin ist super geil. Mhm. Metroid Prime. Metroid Prime, bestes Game ever. Zelda. Mittel. Was? Wind Waker aber. Ja, Wind Waker. Ja, ja. Ja, ja. Twilight Princess. Ich fand Eternal Darkness total überbewertet. Fand ich auch im Nachhinein. Also ich habe es immer nur auf Sanity gedönst da. Das fand ich immer super lustig. Genau, der Rest ist sehr, sehr langweilig, was man nachher feststellen muss dann. Ja, okay, das waren tatsächlich 3 Spiele. Was? Mehr. Rogue Squadron oder? Oh, Rogue Squadron fand ich okay. Ich fand dieses Luigi's Mansion. Luigi's Mansion fantastisch. Wave Race, Super Monkey Ball war super. Monkey Ball fand ich auch Gift okay. Pia ist eines der besten Spiele. Ja, aber das haben ja nur Leute aus Japan dann dort gespielt. Genau. Paper Mario 2. Paper Mario, fantastisch. Das Teil 2 natürlich. Das Teil haben aber ganz viele Leute echt gehasst. Ne? Hast du immer gesagt, aber Thousand Year Door war das, ne? Das ist unfassbar gutes Spiel. Kannst du ja mal Resident da aus dem Regal 4. rausholen. Hallo, Resident Evil 4. Resident Evil 4, eines der besten Games ever. Ja. Metal Gear Twin Snakes. So, ja, wir sind ja schon bei mehr als 3, Herr Katsios. Komm, ich hab 3 Mario, auch sprichwörtlich. So viele gute Xbox-Spiele kann ich nicht aufzählen. Paper Mario ist ein so unglaublich gutes Spiel. Wir werden aber auch dann dann, also zumindest Marc wird sich dann dazu gesellen. Und du, Uke, wirst auf jeden Fall auch nochmal mit dabei sein, wenn wir dann Star Trek Teil 2 dann angehen. Ja. Da können wir mal über Cumberbatch, die Cumberbatches und allem drum und dran dann reden. Kannst du es nicht finden, Marc, im Regal? Was, wonach soll ich denn suchen? Ich bin total verwirrt. Nach Paper Mario und das 1000-jährige Tor. Da ist es. Die Legende des Eronentors. Entschuldigung. A Thousand Year Door. Ein sehr, sehr schönes Spiel dann hier. Das ist ein so gutes Spiel. Allein schon die Geschichte mit dem Mord im Oriente-Express-Dings, mit diesem Zug, wo man da auch noch... Leider eben wiederholt, ne? Vom ersten Teil die Mordgeschichte. Ja, da muss man ja ein paar Abstriche machen. Und die gute Geschichte mit Bowser, wo er dann die ganze Zeit immer mies gelaunt durch die Gegend stapft.
so geil, wenn der Typ dann irgendwie in die Kamera redet, so der Bösewicht, der sich einfach nur verkleidet hat und dir zu dir dem Spieler sagt, zieht sich so in den Bart und sagt, aber hier nicht verraten, ich bin das in Wirklichkeit. Und Mario weiß es einfach, du kannst nichts tun. Das ist so gut. Oh, ja, ist so gut. Ich sag's immer noch ganz gerne, die Paper Mario Spiele zwar graduell immer für mich gefühlt ein bisschen schwächer geworden mit jedem Teil, also Paper Mario 1 auf dem N64 eines meiner Alltime Favorites, war es einfach genau die Sachen, die du angesprochen hast, alles, was du hier bei Paper Mario 2 dann siehst, quasi schon vorgegeben und die coolsten Situationen wurden dann nochmal nachgemacht dort. Interaktion, Breaking of the Fourth Wall und so weiter, fantastisch, alles ineinander gegangen, sogar gameplay-technisch viel besser als jedes Final Fantasy, was rausgekommen ist. Ja, das ist ja auch nun leider nicht so schwer inzwischen. Nee. Ja, von den neuen auf jeden Fall. Ja, auch von den älteren nicht, obwohl ich die ganz cool finde, aber spieltechnisch ist das schon was anderes gewesen. Ich habe sogar vor 1,5 Jahren nochmal das Super Paper Mario auf der Wii durchgespielt, was ja jetzt anders gewesen ist. Es war ja mehr Jump'n'Run und wesentlich rätseliger als die hier dann noch. Das hatte aber eine Stelle, wo ich mich heute noch kaputt lache, ist vielleicht einer meiner liebsten Gaming-Momente überhaupt, weil es einfach so ein kleines, subtiles Ding ist. Da ist Luigi gerade im Schloss von Bowser unterwegs, aber du siehst es nicht von der Seite von Luigi aus, sondern von zwei dieser Skelettwachen dort. Ja, und das sind ja normalerweise diese Wegwerfcharaktere. Achso, wo er raufspringt? Ist ja, das? Wo er dann rausschaut. Du siehst erst so einen Dialog zwischen den beiden dann zusammen. Da kommt einfach Luigi und springt auf einen rauf, ja, und dann schreit der andere, guckt ihn an, nimmt die Hände dran, Horst, nein! Und dass dieses fucking Skelett einen eigenen Namen hat. Ich habe mich so... Also, die deutsche Lokalisation ist einfach so gut der geworden. Der Typ, der die Sachen schreibt, ist ein... Die sind sehr, sehr gute Leute bei Nintendo. Ja. Also deutsche Synchronisation oder deutsche Lokalisationen sind fantastisch bei Nintendo. Werden wir in dieser Staffel auf jeden Fall dann nochmal... Na gut, haben wir jetzt ja schon abgehakt. Eigentlich wäre das der GameCube-Podcast gewesen. Ja. Alter! Nein, ich bin auch sehr gespannt. Solche Sachen wie Giftbier habe ich nicht gespielt. Also da weißt du, was du mal machen musst, Gregor? Was denn? So ein Podcast-Marathon. Also ich sehe da mal, was ist denn der Guinness Book of Records Gedöns für längsten Podcast? Du meinst so ein 24 Stunden mit Livestream und Podcast und allem. Ich wusste gar nicht, du kannst Livestream oder so. Man hoppt hier einfach nur in der Bude rum und jeder darf so nach einer Stunde einfach irgendwas aus Gregors Regal rausnehmen. Also ich würde es mir so vorstellen, Gregor müsste einfach die ganze Zeit da sein und du lädst dir, sagen wir, 24 Leute ein oder weiß nicht, wie viele Leute du kennst. Jeder. Und mit jedem muss Gregor einen kurzen trinken. Nee, aber ja, das würde ich nicht, aber guck doch mal, wie lang der längste Podcast ist. Also ich könnte es mir gut vorstellen und dann, dann sucht man sich eine Menge Themen raus und dann kommt erst der eine, dann kommt der nächste, dann kommt der nächste und das ist die Aufgabe dieser Leute, Gregor auch immer wach zu halten dabei. Das wäre tatsächlich eine gar nicht mal so schlechte Idee. Könnt ihr ja in den Comments... McDrive ist das dann so, ne? Gregor ist immer da und die Leute kommen immer nur vorbei. Ja, genau, aber so ist es, so war das bei unserem 24-stündigen Theaterstück. Du warst irgendwie, der Hauptdarsteller war 24 Stunden auf der Bühne und du warst als Cast-Member, du musstest ihm dann immer... Musstest ihm zuspielen, befeuern. Ja, natürlich, der musste sich immer ein bisschen wieder rausreißen, wenn es ihm zu langweilig wurde. Dann musstest du ihn mal kurz anschreien und so, ein bisschen Text verändern und ein bisschen zu fordern. Man hat ihm auch immer sehr viel Tee gebracht. So, das wurde immer mit eingebaut. Hey, let's drink another tea. So und sowas. Aber das wäre doch mal was, Gregor. Das ist Herausforderung, tatsächlich... Herausforderung. Ich müsste mich auch nochmal herausfordern. Dieses Podcast macht man ja sonst normalerweise... Vor allem so, das Schneiden von 24 Stunden ist bestimmt voll einfach. Dafür wird doch nichts geschnitten, Alter. Das schön, wird einfach, Musik unterlegt. Wird einfach live Akku sein. Vielleicht wäre das ja, dann, das ist dann die 6. Staffel des Plauschangriffs. Besteht nur aus diesen 24 Stunden. Oder die 17. nach Bayer kommt. Das ist eine Sache, was ich mich wirklich gefragt habe bei dem Podcast heute. Normalerweise hast du ja die Sachen mal unterlegt mit irgendwie Musik, so außer jetzt natürlich das super Sherlock-Theme. Ich habe selber gerade die The Reigns of Castamere schon eingesungen. Ach so. Ah, das ist sehr gut. Dann musst du mir nur zuschicken. Wedding geredet haben. Ich habe das schon gesungen. Brauchst du nicht mehr. Ach so, hast du schon. Ach ja, stimmt, tatsächlich. Ja, vielleicht kann ich das ja noch am Ende nochmal zwei Stunden loopen. Oder so ein bisschen so Red Wedding und so. Ja, vielleicht kann Gregor dann auch mal ein paar Sätze dann von Sherlock mal so einstreuen. Ja, natürlich. Mach mir nochmal wesentlich mehr Arbeit, als es sein müsste in meinem Urlaub. Das verschwindet bestimmt dann irgendwie diese ganzen Sachen am Ende. Ja, ich werde mal gucken, was da für Nachbearbeitung damit dazu kann. Ich will auch so einen geilen Hall kriegen. Wirst du wieder einen geilen Hall dann so drauf hin und wieder, wenn ich so mit Tös rede. Tös, ich bin dein Vater. Onkel. So, dass du dann so einen Hall da jetzt drunter legst. Ich bin dein Uke, musst du sagen. Ich bin dein Uke. Dann brauchst du noch so einen Keyboard-Sound. Das musst du vielleicht jedem geben, dass er so selber seine eigenen Soundeffekte macht. Ja gut, dann ist es Soundeffekt-Battle nach einer Weile und man kann überhaupt nichts mehr hören. Es ist einfach so, im Kopf geht dann immer so die Uhr hoch, wie lang das bei der Nachbearbeitung das jetzt braucht, weil das einmal angesprochen wurde. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist unterschiedlich pro Podcast natürlich, ob es sich anbietet, da viel Musik oder viel Zitate reinzusuchen. Hier kann ich natürlich, ich müsste aber auch vielleicht primär von der deutschen Version von Sherlock mal gucken, in Sachen Verständlichkeit oder nicht.
Aber da wird auf jeden Fall ein oder zwei Sachen erfolgen. Kannst du mir vielleicht dann nochmal die Blu-Rays oder sowas dann kurz da lassen, weil da sich der Sound ein bisschen einfacher aufnehmen lässt als bei Netflix. So, der Gregor rippt also die Blu-Rays einfach, die alte Ratte. Ich nehme den Sound nämlich auf mit dem Mikrofon. Ich halte es an dem Fernseher. Das ist doch so ein Fisher-Price-Ding, ne? Gibt es denn andere Methoden? Ja? Ich zeichne Filme vom Fernsehen ja auch noch, mit denen ich die Digicam aufstelle mit einem Stativ. Mit der Flip. Kassettenrekorder, genau. Ich versuche das dann zu sinken. Ton und Bild separat. Ne, schön. Aber vielen lieben Dank, dass ihr euch heute mit mir hingesetzt habt. Gerne. Gesagt, warum nicht? Wie spät ist denn das überhaupt? Ist auch sonst nichts zu tun. Das wird ab sofort das offizielle Motto des Plauschangos. Warum nicht? Schon, ich bin schon so echt so leicht deliriös. Ja, du solltest gleich mal dich... diese Yvonne Katterfeld-Nummer heute, das war echt hart für mich. Ja, was hast du den ganzen Tag im Kopf herumgespuckt? Ich habe dieses eine Bild da gesehen bei Blue Byte, dieses von Yvonne Katterfeld hängt da an der Wand. Warum? Ja, weil die hat wohl irgendwann mal ein Testimonial gemacht, was der Geier... Was, für die Siedler oder was? Keine Ahnung für was. Und seitdem musste ich den ganzen Tag, seit 11 Uhr heute Morgen, muss ich... Für dich schiebe ich die Wolken weiter. So. Hinter den Kulissen sieht's aber nicht so rosig aus. Ja, das kannst du laut sagen. Ich sage Tschüss. Tschüss. Das war's.